Starten wir heute schon mal um Viertel vor. Mal gucken. Ziel ist es. Wir haben hier noch eine Quest offen, aber da gehe ich dann erst später nochmal vorbei. Wir werden jetzt hier die Ostküste runtergehen und mal gucken, wie weit wir heute kommen. Entschuldigt meine Tränen. Ich habe Mache euch auch das Spiel ein nun, bisschen lauter. es tut mir leid. Kann ich euch behilflich sein? Hallo Daniel. Könnt ihr mir von eurer Frau erzählen? Peroni und ich haben immer an den Pakt geglaubt. Wir sind hergekommen, um mit Argonien und Nord gemeinsam ein besseres Leben aufzubauen. Einige meiner Leute geben den Schattenschuppen die Schuld. Aber was hätten sie denn von ihrem Tod? Wir behandeln alle gleich. Das ergibt keinen Sinn. Vizekanoniker Ronda hat mich gebeten, ihren Tod zu untersuchen. Den Göttern sei Dank. Sie ist in der Leichenhalle, die immer verschlossen gehalten wird. Aber Eroni hat diese Schlösser gemacht. Und deshalb habe ich den Generalschlüssel. Hier, nehmt ihn. Bitte, wir müssen herausfinden, wer das getan hat. Lasst nicht zu, dass sie zu einem Symbol wider den Pakt wird. Klar. Ich hege die Hoffnung, eine dass Leiche fledern kriege ich hin. Was wollt ihr? Ich untersuche die Morde. Endlich interessiert sich jemand für den Tod meines Bruders, ha? Huh? Ich verstehe schon. Ich bin sicher, ihr und eure Freunde von den Vizekanonikern hattet Besseres zu tun, als eure Arbeit zu erledigen. Naldyn war nicht der hellste Stern am Himmel, aber das hat er nicht verdient. Wer würde ihm etwas antun wollen? Der Großteil von Sturmfeste. Naldyn hatte eine Menge Schulden. Er hat sich auch oft mit den Echsenhäuten angelegt. Falls die Schattenschuppen ihn nicht erwischt haben, dann nur, weil jemand anderes schneller war. Ist die Quest verpackt? Ich weiß nicht, welche Quest du meinst. Wenn du die hier meinst, wo wir letzte Woche den NPC nicht gefunden haben, ja. Da gibt es aber auch schon eine Reaktion von Zoss. Ich denke mal, das wird man vielleicht dann mit Montag gefixt. Ansonsten soll man einfach im späteren Verlauf der Storyline nochmal vorbeischauen. Dann würde der NPC eventuell dastehen. So schlecht. Da wird es keiner die Schlüssel hat, ist hier unten ganz schön viel los. Irunis Leiche und ihre Kleidung scheinen verkohlt zu sein. Die Notizen des Schamanens decken vielleicht auf, was ihr genau zugestoßen ist. Die Notizen untersuchen. Eine anfängliche Beschau ergab, dass die Person durch Hitze oder Feuer gestorben ist. Doch die Verbrennungen reichen nicht tiefer als bis die ersten Hautschichten. Würde ich jetzt mal, dadurch, dass die kohlt ja immer noch, komische erste Hautschichten. Was auch immer diese Verbrennung verursacht hat, war kein natürliches Feuer. Die Person hat eine Wunde in ihrer Brust, ein sauberer, präziser Schnitt. Laut Rücksprache mit den örtlichen Magiergilden ist deren Vertretern eine solche Kombination von Wunden unbekannt. Hey. Eine rasche Untersuchung ergibt, dass Arilen die Kehle durchgeschnitten wurde. Die Notizen des Schamanen können tiefere Einblicke erhalten. Das Opfer ist durch einen präzisen Schnitt durch die Kehle gestorben. Der Schnitt ist gerade tief genug, um die Schlagader und die Stimmbänder zu durchtrennen. Der Körper weist keine Spuren eines Kampfes auf. Ein weiterer kleiner präziser Schnitt in der Brust ist offenbar nach dem Tod der Person erfolgt. Naldyn Indoloros Leiche sieht äußerlich recht unversehrt aus, doch die Notizen des Schamans offenbaren vielleicht etwas mehr.
Die Person ist durch eine einzelne Stichwunde ins Herz gestorben. Der Stich war sauber und treffsicher. Es gibt keine sichtbaren Spuren eines Kampfes. Ich habe einen kleinen separaten Schnitt recht dicht an der tödlichen Verletzung entdeckt. Meiner Einschätzung nach erfolgte dieser Schnitt nach dem Tod der Person. Irgendeiner? Eva, bitte, ich habe eine dringende Nachricht. Schneide die Leute auf. Getis Omuba hat mich geschickt. Es geht um seine Frau, Eroni. Stimmt etwas nicht? Getis hat Eroni gesehen. Lebend. Er sah, wie sie in ihr Haus gegangen ist, auf der anderen Seite von Sturmfeste. Er hat euch gebeten, ihn dort so schnell wie möglich zu treffen. Ich werde ihn dort treffen. Gepriesen sei Vivek. Halvar hat euch gefunden. Was auch immer in meinem Zuhause ist, es ist nicht meine Frau. Was ist geschehen? Eroni. Meine Eroni. Sie ist tot. Ich weiß das. Doch als ich sie in unser Haus gehen sah, da wollte ich wissen, wie sie zu mir zurückkehren konnte. Und dann hat sie mich niedergestochen. Wenn dieser Argonia nicht dazwischen gegangen wäre, hätte sie mich erledigt. Argonia? Was für ein Argonia? Ich weiß es nicht, aber er hat versucht, mein Leben zu retten. Sie kämpften noch miteinander, als ich aus der Tür gekrochen bin. Sie waren beide so schnell. Bitte helft ihm, diese Betrügerin aus meinem Haus zu vertreiben. Sorgt euch nicht um mich. Ich werde schon bald meine echte Eroni wiedersehen. Ich werde tun, was ich kann. Die Leiche des Argonias ist noch warm. Sie ist mit zahlreichen Schnitten und Verbrennungen übersät. Doch bei der sorgfältigen Durchsuchung der Kleider stoßt ihr auf eine versteckte Tasche, die ein kleines Tagebuch enthält. Das Tagebuch lesen. Eintrag 441. Drei Dunkelelfen wurden in Sturmfeste getötet und man munkelt, das wäre unser Werk. Hör auf, sie zu beklauen, während ich... Das ist jetzt echt. Drei Dunkelelfen wurden in Sturmfeste getötet und man munkelt, das wäre unser Werk. Lächerlich, die Mutter der Nacht hat keinen von ihnen mit ihrem Ruf beschenkt. Ich werde zurück zur Enklave gehen, sobald ich herausgefunden habe, wer hinter dieser Sache steckt. Eintrag 442. Habe gerade gesehen, wie Eroni Omuba ihr Haus betreten hat. Da stimmt etwas nicht. Ihre Leiche liegt in der Leichenhalle. Werde herausfinden, was diese Kreatur will und warum sie das Gesicht von Eroni trägt. Dann, Dance, einen wunderschönen guten Morgen. Vizekanoniker Honda ist unpässlich. Er hat mir gesagt, dass ihr uns bei unseren jüngsten Problemen geholfen habt. Seid ihr dem Mörder schon auf der Spur? Nach dem, was ich bisher herausfinden konnte, schiebt jemand Schattenschuppen die Schuld für die Morde zu. Dann können wir unsere Bemühungen andernorts bündeln. Viele werden den Schattenschuppen dennoch die Schuld geben, aber wir haben größere Sorgen, als Sündenböcke zu sein.
Ich fürchte, der wahre Täter hat wieder zugeschlagen, auch wenn ich darum bete, dass ich mich irre. Als ich sagte, dass Vizekanoniker Honda unpässlich war, sagte ich nur die halbe Wahrheit. Er ist verschwunden und ich fürchte, dass unser Mörder etwas damit zu tun hat. Deshalb verlangen Vizekanonikerin Servina und ich äußerstes Stillschweigen bei der Rettung von Vizekanoniker Honda. Was kann ich tun? Lausch dem Wasser ist einer unserer kleinen Fische, die uns als Augen und Ohren dienen. Er gibt uns immer mit einem Signal Bescheid, wenn er dringende Informationen für die Vizekanoniker hat. Vor kurzem haben wir eines seiner Signale erhalten. Seid schnell und leise, so wie die Strömungen im Fluss. Sprecht in unserem Namen mit Lausch dem Wasser. Wo kann ich ihn finden? Haltet nach den Lehmhütten Ausschau. Vermeidet es aber, seinen Namen zu nennen, wenn ihr nach ihm sucht. Sonst wird er denken, ihr wolltet Schulden bei ihm eintreiben. Bleibt diskret. Falls Lausch dem Wasser die Fährte von Vizekanoniker Honda aufgenommen hat, dann folgt ihr bis zum Schluss. Ich werde herausfinden, was er weiß. Ja, ganz so freiwillig ist es nicht. Rico, einen wunderschönen guten Morgen. Muss ja gemacht werden, ne? Also, nur für die Augen der Königin. Ich bin eine Königin. Augen in Sturmfeste berichten vom Morden in der Feste. Das Versagen der örtlichen Regierung bei der Aufklärung dieser Morde hat zu einem Vertrauensverlust in Vizekanoniker Honda und die Würdenträger unter ihnen geführt. Das stellt eine Schwäche dar, die wir unbedingt ausnutzen sollten. Ich habe mal eine Häuserfrage. Kann man ja in Q4 rausgekommen. Meint ihr, es gibt trotzdem auch ein Haus durch die Community-Herausforderung? Naja, es muss ja auch erstmal eine Community-Herausforderung geben. Und es gab ja nicht jedes Jahr ein Haus. Also wir haben mit Somerset ein Haus bekommen. Aber ja, in Elsewhere konnten wir uns eins erspielen. Aber das war ja auch keine Community-Herausforderung. Da gab es ja andere Sachen zur Community-Herausforderung. Ich weiß aber gar nicht mehr, was das alles war. Und hier gab es jetzt wieder. Von daher, einfach mal überraschen lassen. Rico, einen wunderschönen guten Morgen. Tagebuch einer Schattenschuppe. In Elsewhere, die Halle der Mondchampion. Mit den 4 Flügeln. Du kriegst das Haus und einen Flügel durch Questen. Die anderen beiden Flügel gibt es durch die 2 Verlies-DLCs. Tagebuch einer Schattenschuppe. Eintrag 441. 3 Dunkelelfen wurden in Sturmfeste getötet. Den Eintrag kennen wir schon. Haben wir ja eben schon gelesen. Magistra Vox hätte Selphora beinahe verwüstet, nur weil die Einheimischen sich ihr nicht unterwerfen wollten. Ja, und nur weil es jetzt zweimal ein Haus gab, heißt es nicht automatisch, es gibt nochmal ein Haus. Lichter vom Tenmauer. Lasst euch einfach überraschen, plant ich nicht zu früh. Irgendwie, es wird immer mal wieder Abwechslung geben. Achtet euch fern, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Linaya, die Community-Herausforderung war immer nach dem Kapitel-Patch. Wie gesagt, da ist sich jetzt drüber Gedanken zu machen. Ist einfach nur komplettes Mutmaßen. Selena, ja, das hat sie aber auch schon, oder sie, er, ja vorher auch schon geschrieben. Dass wir mit Q4 aus dem Wandelstein ein Haus bekommen, ist ja bekannt. Aber das hat ja nichts mit der Community-Herausforderung zu tun. Die es wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder geben wird. Vielleicht. Man weiß es nicht.
Meinst du, die zwei anderen Tafeln bekommt man durch die Verliese? Das meine ich nicht, das weiß ich. Aber ich freue mich halt schon so drauf. Ja. Wir werden sehen, was im Sommer alles so passiert. Es ist nett, auch hier bei... Ist nicht auch hier irgendwo abgebildet gewesen mit den Tafeln? Hier. Und hier steht es ja dabei. Eine Belohnung für den Abschluss der Quest Zwei Königinnen in Elsewhere, eine Belohnung durch den Abschluss der Quest Die Erbin von Aniquina in Elsewhere, eine Belohnung für den Abschluss der Quest Die Drachengarde im südlichen Elsewhere und eine Belohnung für den Abschluss Speer der Schuppenbrecher und die damit verbundene Bewältigung der Mondgrab-Tempelstadt und des Hortes des Maselok. Das sind die vier Tafeln. Wahre Nächstenliebe ist selten. Die es zu erspielen gibt. Scheint, als wäre das alles, was ich je tun werde. Was? Muss doch gleich mal gucken, Daniel, was du da fabriziert hast. Idee. Sofern der Live-Patch mit dem kleinen benötigt durch den Dual-Wide-Meter werden physisch blablablub. Spielt halt einfach nicht mit Deutschen. Panikende. Hallo Alex. Und Silberdrache, einen wunderschönen guten Morgen. So, weiter geht's. Hier geht's weiter. Uah. Es heißt, der Hist weint vor Freude, wenn ein Argonia auf. Man sollte meinen, die Wachen hätten inzwischen etwas gefunden. Das ist ja wie wenn ich sage, ich würde XP verlieren mit dem nächsten Patch. Du musst ja immer sehen, was du dazu gewinnst. Und das ist DPS. Zeitverschwendung ist ein wichtiger Teil des Lebens. Sagt, wer es annimmt. Du musst ja immer davon ausgehen, 2K sind 2K. Es ist nicht in jeder Situation besser, aber es kommt ja auch immer darauf an, in welchem Raid du bist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sehr viele Noraktis-Gruppen in Raids sind, wo man sehr nah an Bossen dran steht, ist gegeben. Beobachtung vom Lausch dem Wasser. Ein Schlüssel wurde als Lesezeichen benutzt und um diese Seiten schnell wiederzufinden. Erster Eintrag. Ich habe heute mit Schornakus gesprochen. Offenbar hat er mich nicht erkannt. Er wollte nicht einmal mit mir reden. Wir sind Eidbrüder, wir sind getrennte Wege gegangen, aber unsere Bande waren stets vorhanden. Zweiter Eintrag. Mir ist aufgefallen, dass Schanukas die alten Ruinen von Siljanor betreten oder verlassen hat. Andere haben das ebenfalls getan. Aber die Ruinen sind seit langem verlassen. Ich muss einen Weg dort hineinfinden. Dritter Eintrag. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Aber einer der Argonier, die ich gestern bei den Ruinen gesehen habe, ist argwöhnisch. Jetzt ist Vorsicht geboten. Ich versuche es morgen noch einmal. Vierter Eintrag. Habe gesehen, wie Schanukus und zwei andere einen Mann mit einem Sack über den Kopf in die Ruinen getragen haben. Habe die Rüstung von Vizekanoniker Ronda erkannt. Ich habe die Vizekanoniker per Signal gerufen. Die Sache ist mir zu groß.
Hut. Es sagt ja auch niemand, Sundance. Es sagt ja auch niemand. Immer aufpassen. Nicht zu viel in meine Worte interpretieren. Man nämlich ganz, ganz viele Leute. Niemand sagt, ihr müsst 2 Dolche im nächsten Patch spielen. Niemand sagt, du musst 7-mal Leist spielen im nächsten Patch. Niemand sagt, du musst Khajiit spielen im nächsten Patch. Niemand sagt, du musst Dieb spielen im nächsten Patch. Es gibt kein Muss, es gibt immer ein Kann. Und für das Kann sollte man sich überlegen, in welcher Situation bin ich, welche Klasse spiele ich, welche Rasse spiele ich, welchen Raid spiele ich, was ist in meinem Raid an Support geboten, wie stehen die Bosse im nächsten Raid, wie viel DPS mache ich, wie gut ist meine Rota. Und dann kannst du entweder in deinem Kopf aus dem Kann und Muss sein, weil du einen gewissen Anspruch an dich selber hast, oder du kannst sagen, ja, muss jetzt nicht so dringend sein. Der Agonia in dieser Hütte wurde erst vor kurzem getötet. Seine Leiche ist noch warm. Lecker. Das Fleisch dieser Leiche sieht verkohlt aus, genau wie bei Oroni Omoba. Die Ähnlichkeiten der Wunden sind nicht zu übersehen. Die werde ich nehmen. Hättest du dich jetzt aber gewundert, wenn ich einfach aus der Tür rausspaziert wäre? Ist da jemand? Helft mir! Bitte! Ja, Kristallfragmente spammen. Bei Shores Knochen, es freut mich, euch wiederzusehen. Das Dominion, direkt vor unserer Nase. Verdammt hinterhältig. Ich muss Servina und Haitamen warnen. Schnell, bindet mich los. Geht es euch gut? Ja, aber ich bin nicht einmal einen Tag hier. Einige der Bürger Sturmfestes sind schon länger hier unten. Sie werden in den Nischen in der Nähe festgehalten. Ich werde diese Schneerücken von Dominion ablenken. Das sollte euch genügend Zeit verschaffen, die Gefangenen zu befreien. Trefft mich an der Oberfläche. Ich werde die Gefangenen befreien. Seite.
Flankieren! Jetzt! Ich bin verletzt! Kochi, es gibt ganz viele Farm Raids, die Noraktis aktuell anbietet. Flux war die letzten Tage oft in CR. Ist immer die Möglichkeit, an sowas teilzunehmen. Ihr habt es geschafft. Ich bin frei. Ihr habt es geschafft. Ich bin frei. Ebenso hast du auch immer die Möglichkeit, einfach einen Farm Raid selbst zu veranstalten, wenn du gewisse Sachen suchst. Ausschwärmen! Götter, hat es sich gut angefühlt, die Axt in ihre Kehlen zu schlagen. Die hinausströmenden Gefangenen zeigen mir, dass ihr euch genauso amüsiert habt wie ich. Habt ihr sie alle befreit? Ja, sie sind sicher. Geht es euch gut? Mir ginge es besser, wenn die verdammten Ruinen unter meinen Füßen nicht vom Dominion verseucht wären. Wir haben Wachen postiert, bis unsere Verstärkung sie vollständig auslöschen kann. Ihr habt die Stadt davor bewahrt, sich selbst aufzureiben. Sturmfeste steht in eurer Schuld. Wenn das Dominion eine große Armee geschickt hat, die in Sturmfeste eindringen soll, dann muss es irgendwo in Schattenfen ein Lager geben. Es wird Zeit, dass wir den Kampf dorthin bringen. Wo wäre das? Penmauer Wolk, eine dädrische Ruine südöstlich von hier. Sie ist groß genug, um eine feindliche Streitmacht zu beherbergen und dicht genug an der Stadt, um Sturmfeste Ärger zu machen. Außerdem deuten Spähberichte darauf hin, dass dort drinnen etwas vor sich geht. Ich werde ein Regiment nach Tenmauerwolk führen. Ich möchte da kein Risiko eingehen. Braucht ihr Hilfe? Ihr habt mich aus den Fängen des Dominions befreit, bevor diese hautraubenden Milchtrinker mich töten und mein Gesicht tragen konnten. Natürlich könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Trefft mein Regiment in Tenmauerwolk. Haltet eure Klingen scharf. Ich werde schon einen Weg finden, um euch auf das Dominion loszulassen. Ich werde euch in Tenmauerwolk treffen. Wo ist Tenmauerwolk? Da ist Tenmauerwolk. Genau die Richtung wollte ich einschlagen.
Gerade rechtzeitig. Wir haben es hier mit einem Durcheinander zu tun. Schlimmer, als wenn ein Hund ein Käserad verspeist hat. Was ist geschehen? Das Dominion hat uns überfallen. Ich würde sogar eingestehen, dass wir eine Schlappe erlitten haben. Wenn ich mich nicht dauernd fragen würde, woher beim Reich des Vergessens sie wussten, wo sie uns auflauern können. Wenigstens haben wir erfahren, wo sie stecken. Auch wenn es ein echtes Gemetzel werden wird, sie von dort zu vertreiben. Unser Angriff war eine Katastrophe. Die anderen Vizekanoniker haben zugestimmt, unsere Truppen zusammenzuhalten. Ich hätte wissen sollen, dass sie ausscheren würden, sobald ich ihnen meinen Rücken zuwendete. Wenn sie nicht dafür sorgen würden, dass Sturmfeste sich nicht selbst zerreißt, würde ich sie zu Fischsuppe verarbeiten. Andere? Alle Vizekanoniker sind hier? Das ist ja genau das Problem. Wenn sie schlau sind, haben sie sich in eine gut zu verteidigende Stellung zurückgezogen. Meine Späher hier haben in den Ruinen eine Höhle entdeckt. Bevor ich zu meinem Regiment zurückkehre und den Angriff befehle, muss jemand erst die Feindeslinie durchbrechen und bestätigen, dass sie noch leben. Schnabelkätzchen, was ist denn das für eine Frechheit? Und VCLBY, vielen Dank für deinen Follow, willkommen im Stream. Ich glaube, das war vorhin irgendwann schon mal irgendwann, ich weiß es nicht. Suche die anderen Vizekanoniker. Der Geruch der Höhle mitten in Tenmauer Wolk. Das Dominion hat sie fester verschlossen als das Fundament von Hochelfen. Wahrscheinlich müsst ihr ein paar Schädel einschlagen, um vorbeizukommen. Warum sind alle Vizekanoniker hier? Jeder von uns hält die anderen Vizekanoniker für unfähig. Nein, es ist schlicht und ergreifend Politik. Wer zurückbleibt, wirkt, als ob er nicht mehr mithalten könnte. Also sind wir alle in die Brühe hinausgestapft. Verdammt sei die Politik. Beim nächsten Mal ziehen wir lose, wer in Sturmfeste auf dem Trockenen bleiben darf. Warum sollte das Dominion in Schattenfeen einfallen wollen? Warum will überhaupt irgendwer irgendwo einfallen? Ja, weil Schattenfeen wahrscheinlich ist ihnen in ihren makellosen Türmen langweilig geworden. Vielleicht macht ein ordentliches Ringen im Schlamm mehr Spaß, als zärtlichen Cousinen hinterher zu jagen. Ehrlich gesagt kümmert mich das Warum nicht. Mich kümmert nur, dass wir sie wieder loswerden. Wie wurde dir getrennt? Als das Dominion uns überfiel, haben sie sich besondere Mühe gegeben, unsere Streitmacht aufzuteilen. Wenn Haitha Men und Servüna auch nur einen Funken Gefühl für Strategie haben, dann haben sie das bemerkt und sind zusammengeblieben. Verena, einen wunderschönen guten Morgen. Was wollt ihr? Da muss ich rein. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Wie habt ihr uns gefunden? Außer ihr seid ein Hauträuber. Bitte zieht nicht eure Waffe, wenn ihr könnt. Aber ihr stinkt nicht nach Tod. Ihr seid wohl das, was ihr zu sein scheint. Jetzt müsst ihr uns noch sagen, warum ihr hier seid. Vizekanoniker Rhonda hat mich losgeschickt, um euch zu finden. Er ist also immer noch unter uns, ja? Dieser Mann hat mehr Glück als ein Khajiit im Fischladen. Was will Rhonda? Wenn er hören möchte, dass er mit dem Zusammenbleiben recht hatte, dann kann er losgehen und sich im Moor ertränken. Er plant, sich den Weg zu euch freizukämpfen. Wir müssen nicht gerettet werden. Rhonda sollte lieber begreifen, dass wir nur der Köder in einer weiteren Falle des Dominions sind. Richtet ihm aus, dass ich derlei unnütze Auftritte in unserem Namen nicht erlaube. Was ist euer Plan? Wenn ihr Vizekanoniker Rhondas Regiment findet, findet ihr auch ihn. Sagt ihm, er soll seinen Angriff abblasen, bevor das Dominion ihn auseinandernimmt. Er soll seine Soldaten nicht vergeuden, um den kümmerlichen Rest unserer Truppen hier zu retten. Ich werde den Vizekanoniker warnen. Wenn Vizekanoniker Rhonda Verstärkung anfordert, wird er genug Soldaten bekommen, um diese Schlammwürmer vom Dominion aus den Ruinen zu vertreiben. Bis dahin schaffen wir das schon. Hier kann man gut mit dem Schwanz zur Wand kämpfen. Schlamm! Ein bisschen Rangeln schadet nie. Ich weiß es noch nicht.
Ich habe mich noch so 0,0 entschieden, was es heute gibt. Eine treffende Ehrung. Treffend, dass wir unser Lager in einer dätrischen Ruine aufschlagen, die Vermina, die Fürstin der Träume und Albträume, geweiht ist. An diesem Ort stand einst ein Sklavenlager der Dunkelelfen, in dem Agonia gekauft und verkauft wurden. Einige meiner Gefährten halten die Sklaverei für moralisch nicht vertretbar. Aber diese Kreaturen sind kaum besser als die Tiere der Umgebung. Ihre Beute werden uns gute Dienste dabei erweisen, den Pakt ins Chaos zu stürzen. Nee, eigentlich genau andersrum, Daniel. Eigentlich andersrum. Also als ich damals im Knast war, habe ich gelernt. Fordert mich nicht heraus, krallenloser Dummkopf. Die Einheitsabzeichen des toten Soldaten passen zu denen von Vizekanoniker Ronda. Seine Haut ist leicht versengt, wie bei den anderen Opfern der Hauträuber. Die Leiche des Soldaten untersuchen. Bei der Durchsuchung der Leiche findet ihr eine kleine gesprungene Fiole. Sie platzt auf und verspritzt ihren Inhalt über eure Haut. Was? Ihr seid nicht wie die anderen. Ihr solltet euer Gesicht behalten. Es passt besser zu euch. Was ist hier los? Sie sind von unten gekommen. Ich habe gesehen, wie sie die anderen davongeschleift haben. Erzählt mir, was geschehen ist. Wir haben gerade den Ansturm auf die Höhle vorbereitet, als der Soldat neben mir in den Rücken gefallen ist. Als ich zu Boden ging, sah ich, wie Teile meines Regiments aufeinander losgingen. Diese Hauträuber trugen die Gesichter unserer Freunde, um von innen heraus Verrat zu üben. Glaubt ihr, dass sie jetzt auch mein Gesicht haben? Seid ihr der einzige Überlebende? Ich sah, wie sie Ukazai lebend gefangen nahmen. Sie haben ihn niedergeschlagen und wie ein Stück Fleisch zu diesem Altar geschleift. Lasst sie nicht sein Gesicht stehlen. Wo ist Vizekanoniker Honda? Tot. Nicht den roten Flächen sehen. Schnell, bindet mich los, bevor sie zurückkehrt. Bevor wer zurückkehrt? Diese verrückte Elfe. Sie hat versucht, mir die Brust aufzuschlitzen, aber ich habe sie vom Altar getreten. Sie sagte, sie würde mit einem stumpferen Messer zurückkommen, damit es länger dauert. Wartet, ich rieche sie. Schneidet mich los. Lasst sie nicht mein Gesicht stehlen. Ich schneide euch los. Danke, mein Freund. Haltet euch von meinem neuen Gesicht fern. Schnell, trefft mich in dieser Höhle. Was so aussieht wie du, muss man sich auch um neue Gesichter kümmern. Weil ich sie gar nicht gesehen habe. Wie siehst du denn aus? Es ist so duster hier. Ich stelle euch mal vor, ihr lauft so durch die Einkaufspassage. Aber man sagt eine Halt. Geht weg von meinem Gesicht. Stop!
Welch ein Wahnsinn. Soldaten sind gestorben, weil sie dachten, unsere eigenen Reihen betrügen uns. Ich würde diese Hauträuber gerne mit der Strömung an einen Wamasu verfüttern. Ich habe gesehen, wie Vizekanoniker Rondars Wachen ihn vor dem Angriff weggeführt haben. Wenn seine Wachen Hauträuber sind, ist er in großer Gefahr. Erzählt mir mehr über den Angriff. Ich habe eine Kieferndrossel rufen hören, aber diese Tiere gibt es in Schwarzmarsch nicht. Dann habe ich gesehen, wie mein Freund seine Keule erhob und sie auf meinen Helm niederfahren ließ. Doch jetzt kenne ich ihren Geruch. Süß vor Verwesung, wie Sumpfwasser. Ein Restaroma von verbranntem Laub. Wie können wir Vizekanoniker Ronda finden? Ich bin nicht nur der hübscheste Späher in Schattenfen, sondern auch der beste Spurenleser. Ich kann Vizekanoniker Rondars Witterung aufnehmen und uns zu ihm führen. Ich werde jemanden brauchen, der mir den Rücken frei hält, während ich meiner Nase folge. Angesichts der Hauträuber sollten wir lieber immer nur paarweise unterwegs sein. Ich halte euch den Rücken frei. Dann beschatte ich euch und gebe Bescheid, sobald ich die Witterung von Vizekanoniker Honda aufnehme. Ich bin bereit, wenn ihr seid. Wenn ich ihm den Rücken frei halte, warum beschattet er mich dann? Lasst uns Vizekanoniker Rondaf suchen. Let's go! Nehmt die Witterung. Gerade mal gucken, wie lange er braucht, um zu merken, dass er falsch rum zu mir steht. Hallo Angel Plate. Er ist tot. Die Leiche von Vizekanoniker Honda sieht anders aus als jene, die ihr in Tenmo Wolk gesehen habt. Genauer hinsehen. Auch wenn sie erst vor kurzem hergeschleift wurde, ist diese Leiche schon alt, verwest. Ganz so, als ob sie schon seit viel längerer Zeit tot wäre. Als die anderen. An der Leiche finden sich auffälligerweise keine Kampfspuren. Euch fällt aber ein kleines Loch in der Brust ein, auf, was? Euch fällt aber ein kleines Loch in der Brust und die leicht angesenkte Haut auf. Er war schon die ganze Zeit ein Trick. Etwas stimmt hier nicht. Er riecht ziemlich tot. Vizekanoniker Honda wurde nicht erst vor kurzem getötet. Wenn der Vizekanoniker schon die ganze Zeit tot war, war es dann ein Hauträuber, der den Angriff auf die Höhle befohlen hat? Oder sogar schon davor, als wir die anderen Vizekanoniker verloren haben? Man kann die Hauträuber am Geruch erkennen. Ist euch das noch nicht aufgefallen? Vizekanoniker Honda roch immer nach Met. Ich hätte nicht... Xut, welche Geheimnisse kennt das Dominion bereits? Wir sollten die anderen Vizekanoniker hiervon erzählen. Was ist denn gerade los? Ihr habt recht. Sie werden wissen, was zu tun ist. Sie müssen es wissen. Trotz seiner groben Art war Vizekanoniker Rondar für viele in Sturmfest ein Held. Wenn all das hier vorbei ist, wird er ein entsprechendes Begräbnis bekommen. Der Betrüger muss gefunden werden, bevor er noch jemanden zum Narren halten kann. Aber ich glaube, ich weiß, wo er sich versteckt. Wo? Vizekanoniker Honda hat uns befohlen, uns von einem Hügel hier in der Nähe fernzuhalten. Wenn das in Wahrheit sein Hauträuber gewesen ist, muss er einen Grund dafür gehabt haben. Ich wette,
Er versteckt sich unter dem Hügel. Es muss hier einen Eingang in die unterirdische Tempelanlage geben. Was für ein Eingang? Eine Tür. Vielleicht auch Treppen oder irgendeine Art von Portal. Ich würde mich euch anschließen, aber in beengten Verhältnissen bin ich keine Hilfe. Ich werde dem Vizekanonikern Bericht erstatten, ja. Ich werde den falschen Vizekanoniker Honda suchen. Gleich soweit. Gleich. Ist doch ein Witz. Und warum gammeln die eigentlich hier rum und interessieren sich überhaupt nicht dafür, dass ich hier stehe? Heiler! Dieses Zielsystem, manchmal, hat so ein kleines bisschen Haue gern. Zu mir, Sterblicher. Hier geht es hinein. Wir werden im nächsten Kapitel, glaube ich, häufiger treffen. Die hat mir ja auch einen Brief geschrieben. Interessant. Ihr pfuscht mit ihren Zaubersprüchen herum und brecht in ihre Außenposten ein. Oh, wie falsch er euch beurteilte. Wie grandios. Seid ihr es, die hinter den Hauträubern steckt? Ja, erstaunlicher Narr. Ich habe es ihnen erlaubt, mich aus dem Reich des Vergessens zu reißen, meine Essenz zu binden und mir meine Macht abzusaugen, weil ich eigentlich insgeheim hinter ihren schäbigen kleinen Plänen stecke. Oh, aber von denen wisst ihr noch gar nichts, oder? Sagt mir, was ihr über die Pläne des Dominions wisst. Habt ihr von Rovita gehört? Dem gefeierten Alchemisten des Dominions? Wisst ihr, all dies ist sein Werk. Ich werde euch seine Pläne für euren bevorstehenden Untergang verraten. Natürlich nur, wenn ihr mir einen kleinen Gefallen tut. Was für einen Gefallen? Ihr müsst die zwei Altäre finden, die tiefer in der Anlage stehen und mich hier binden. Tut es und ich verspreche euch, die Pläne des Dominions zu verraten und euch zu seinem kostbarsten Besitz zu führen. Außerdem verspreche ich, mich bei eurem Begräbnis nicht an eurer Leiche zu vergehen. Das ist doch ein tolles Angebot. Vielleicht. Was würde ich im Altar tun? Am Altar. In jedem Altar werdet ihr einfache Fokusse finden. Die Berührung eines Sterblichen wird sie vernichten und mich von meinen Banden befreien. Dann bekommt ihr alles, was ich euch bieten kann. Okay. Deswegen, das sind so Sachen, warum ich halt immer auch sage, spielt erst die Oldschool-Geschichten in den Allianzgebieten. Weil ihr einfach so auf solche Charaktere trefft, besser kennenlernt und dann in den nächsten Patches, wo die immer wieder auftauchen, auf jeden Fall ein coolere Interaktion habt, sage ich mal so. Ja, Lyrand ist nicht ganz verkehrt. Flankieren! Jetzt! Was
Was macht ihr da? Versteckt euch, bevor das Dominion euch sieht. Was bist denn du für einer? Ihr bekämpft das Dominion und ihr habt mir noch nicht den Kopf abgeschlagen. Dann seid ihr also nicht hier, um den Daedra zu huldigen. Wenn du wüsstest. Was zum Vergessen macht ihr also in einem daedrischen Tempel, in dem es von Hauträubern des Dominions nur so wimmelt? Ich könnte euch dasselbe fragen. Ein guter Punkt. Ein guter Punkt. Na schön. Ich werde es nicht leugnen. Meine Freunde und ich wollten nach Daedra-Kram suchen, um ihn dann an Magier zu verkaufen. Dann sind die Soldaten des Dominions aufgetaucht. Man konnte keinen Schritt mehr machen, ohne über sie zu stolpern. Bis heute. Ich wollte gerade abbauen, als ich euch sah. Wo sind eure Freunde? Sie wurden gefangen, einer nach dem anderen. Ich habe als einziger überlebt. Und ich habe sogar noch meine eigene Haut. Hey, lasst uns einander bei der Flucht helfen. Ihr erregt ihre Aufmerksamkeit und ich schleiche mich an ihnen vorbei. Mhm. Was sagt ihr dazu? Was haben sie euren Freunden angetan? Eine gefangene Dremora musste ihnen die Seelen aus dem Leib reißen und sie in magische Steine einsperren. Dann, nun, ihr habt ja gesehen, wie diese Schergen vom Dominion fremde Gesichter tragen. Ich höre jetzt noch ihre Stimmen aus diesen Steinen rufen. Sie sind tot, aber sie leiden immer noch Qualen. Was für eine Schweinerei. Die Dremora sagte, sie würde mir die Pläne des Dominions verraten, wenn ich sie befreie. Eine gute Idee, packte Medaedra. Bevor das Dominion kam, versprach sie meinem Freund die Nacht seines Lebens für einen Tropfen seines Blutes. Die Nacht des Lebens bedeutet wohl, bei lebendigem Leibe gehäutet zu werden. Sie trug seine Schuppen wie eine Robe. Sehr vertrauenswürdig. Gibt es einen anderen Weg, um die Pläne des Dominions aufzuhalten? Vielleicht. Ich habe viele beengte Nächte damit verbracht, Ruvitar zuzuhören, dem Hochelfen, der hier den Ton angibt. Ich bin sicher, ich könnte es mir zusammenstückeln. Aber meine Freunde haben es nicht verdient, in leuchtenden Steinen gefangen zu sein. Befreit sie und ich werde euch helfen. Ein gutes Angebot, oder? Weiß nicht. Lass mal den Chat entscheiden. So, einmal abstimmen, was ich machen soll. In der Minute. In der Minute, wo ihr abstimmt, nutze ich gerade mal die Chance und. Pentatest subscribed for 4 months. Moin zusammen. Gehe hier mal ein bisschen was durch und guck, ob ich auf irgendwas Hunger habe. Und Kentart, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Schon im 4. Monat, danke für die Unterstützung. Dankeschön. Ja, Frühstück ist ja bei mir schon um 7 gewesen oder so. Ich habe auch aktuell noch überhaupt keinen Hunger. Aber ich weiß, dass ich nachher was essen muss. Aber vielleicht bestelle ich mir heute auch nichts und fahre einfach, wenn ich danach um 2 Feierabend mache, nochmal zum Einkaufen.
Ja, aber nur Döne. Nein, ich werde mich an den Plan der Tridomora halten. Ihr setzt in der Tat wortwörtlich eure eigene Haut aufs Spiel. Hoffentlich habt ihr mehr Glück als mein Freund. Ich hingegen, ich verschwinde von hier. Natürlich erst, wenn ihr für eine Ablenkung sorgt. Ja, ja. Ihr habt so gewollt. Was für ein fähiger Diener ihr seid. So viele, die es für ihre Unnachgiebigkeit auszuweiden gilt. Ich zittere förmlich vor Erwartung. Ihr habt versprochen, mir zu sagen, was ihr über die Hauträuber wisst. Für euch doch immer. Hinter der versiegelten Tür ist ein Gewölbe. Und darin ist jene Kreatur, die das Gesicht eures Vizekanonikers trägt. Sein Herr Rovita hat das mimemische Ei fortgebracht. Wahrlich eine Schande. Doch ich werde euch verraten, wie ihr die Hauträuber im Gewölbe in die Knie zwingen könnt. Dann verratet es mir. Der Schlüssel hierzu ist der Saft des Hists, der in Bottichen gekocht wird. Verschmolzen mit meiner Essenz erlaubt es der Saft den Hauträubern, die Erinnerung ihrer Opfer zu stehlen. Kein Saft mehr. Keine Hauträuber mehr. Denn meine Essenz macht den Saft entflammbar. Also verbrennt ihn. Get the juice. Ich habe noch mehr Fragen. Dabei bin ich so ungeduldig. Verbrennt die Bottiche, kleines Spielzeug. Erfreut mich mit euren Taten. Und ich werde euch erfreuen, indem ich euer Leben verschone. Oh, nun schmollt doch nicht gleich. Ich halte meine Versprechen. Ich habe sogar ein Geschenk, um eure Vorfreude zu steigern. Was für eine Art Geschenk. Ach, ein Blick auf euren Feind. Rovita und seine Trophäe. Chan, einen wunderschönen guten Morgen. Indoshi, huhu. Get the juice, oder wie die Boomer unter uns sagen, Saft war nicht auch bei Spaceballs. Früher nicht immer, möge der Saft mit dir sein oder irgendwie sowas. Wir haben Post. Wir haben noch ein Giveaway. Wir müssen mal... Ach du Scheiße. Bist du wahnsinnig. So viel zu viel. Das ist doch viel zu viel. Vielen, vielen Dank. Wir verlosen aber jetzt erstmal das Einrichtungspaket, gesponsert von Low Noise. Ein bisschen agonischer Flair, den ihr euch verdienen könnt. Und dann gucken wir mal, was wir mit den unfassbaren 750.000 machen. Von Candy. Mal gucken. Wenn wir nicht alles auf einmal verlosen, aber... Und da geht auf jeden Fall ein großer Teil heute. Oder ein Teil heute schon weg. Haben wir noch bis um 2 Uhr Zeit. Luft sprengen und mich selber nicht, obwohl ich schon wieder dabei stehe.
Private521, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen im Stream. Aufdringlicher Narr! Euer Einmischen hört jetzt auf! Verteile! Einen Moment, sterbliche Narr! Leute! Servus! Ich möchte euch noch ein letztes Geheimnis ins Ohr flüstern. Okay, ich komme. Ihr seid viel zu amüsant für den furchtbaren Tod, der euch erwartet. Immerhin sind wir so enge Freunde geworden. Solche Freude sollte ich allein überbringen. Wovon sprecht ihr? Der falsche Nord wird diese Gefangenen gegen uns einsetzen. Er wird ihre Häute stehlen, um sein Leben damit zu verlängern und ihres zu beenden. Doch ich kann ihre Seelen einfangen. Solch süßes Leiden werde ich ihnen schenken. Oh, und den falschen Nord, wenn ihr ihn tötet. Warte mal, doch, ich kann ihre Seelen einfangen. Solch ein süßes Leiden werde ich ihnen schenken. Tötet die Gefangenen, der Hauträuber kämpft ohne Hilfe. Nein, ich werde ihn ohne eure Hilfe bekämpfen. Oh, sie lächelt so nett. Tötet die Gefangenen. Der Hauträuber kämpft ohne Hilfe. Soll ich euch entscheiden? Ich lasse lieber euch entscheiden, ne, dass ihr dann böse auf mich seid. Aber auch was komisches, ne? Der Hauträuber kämpft ohne Hilfe, ich kämpfe ohne Hilfe. Was, du bist böse auf mich, Alex? Warum? Ich habe dir nichts getan. Guck, draußen ist Kind auf der Gasse eben auch. Ja, gesagt. Ich hab dir nichts getan. Oh, Schnummel. Ich werde ihn ohne eure Hilfe bekämpfen. Ich könnte wohl zuschauen, wie er durch seine Hand sterbt. Geht nur. Beweist, was für ein einmaliges und besonderes Geschöpf ihr seid. Ich werde versuchen, nicht zu kichern, wenn er euren Schädel entkernt wie einen Apfel. Oder nehmt meine Hilfe an. Ich lasse es euch überdenken, falls Denken zu euren Angewohnheiten gehören sollte. Entkernt wie einen Apfel. Kennt ihr so Menschen, die einen Apfel komplett essen? Runt Rider, einen wunderschönen guten Tag. Also die das Apfelkerngehäuse, umgangssprachlich bei mir Apfelkrips genannt, einfach mitessen. Das finde ich echt schlimme Menschen. Ja, guck, hätte ich... Jeder könnte ein Hauträuber sein. Jeder! Ihr werdet niemals alle von uns finden. Wir sind überall! Zwei muss ich retten. Es gibt... Folgt mir! Ihr kennt nicht sogar so, nur so Leute. Ihr seid auch so Leute. Elder Watcher, einen wunderschönen guten Morgen. Obi, hi. So, kurze Selbstzensur.
Halistra, einen wunderschönen guten Morgen. Nani, Nana, hallihallo, schön dich zu sehen. Was mache ich nur mit euch? Ihr seid viel zu unterhaltsam, um euch zu töten. Allerdings darf ich nicht zulassen, dass noch ein Dedra seine Haken in euch schlägt. Außerdem versichere ich euch, dass meine die rostigsten sind. Ihr seid furchtbar aufreizend. Wenn ich euch jetzt töte, werden wir zusammen sein. Für immer. Für immer. Das wird nicht passieren. Oh, es glaubt, dass es mich besiegen kann. Ihr habt keine Vorstellung. Sieht aus, als hätte sie eine Nasen-OP gehabt. Oder? So gerne ich es auch würde, als wäre sie kann ich solch völlig eine brennende Tragödie nicht aus diesem Reich entführen. Geht ruhig und sucht nach Rovita und dem Menemischen Ei, als ob eure Taten etwas bedeuten würden. Wo ist Rovita? Irgendwo jenseits dieser Ruinen. Dessen bin ich sicher. Das Portal wird euch von hier wegbringen. Ich verspreche Lyra. Und das ist das letzte Versprechen, das ich euch gegenüber zu halten gedenke. Aber es ist auf jeden Fall besser als der letzte Ohrwurm, den ich hatte. Und niemanden kümmert es. Oh. Ukazai hat uns gesagt, dass ihr die Ruinen betreten habt, um Vizekanoniker Rondas Doppelgänger zu verfolgen. Was auch immer ihr in den Ruinen getan habt, es hat für eine Menge Panik unter dem Dominion gesorgt. Wir haben den richtigen Augenblick gewählt und sind aus der Höhle gestürmt. Vizekanonikerin Haitamin wurde dabei verwundet. Aber sie wird es überleben. Haben es alle herausgeschafft? Ja, aber Vizekanoniker Rondas Tod ist eine schwere Bürde für Haitamin. Sie sagt, sie hätte es wissen sollen, das arme Ding. Man hat uns doch alle zum Narren gehalten. Aber genug von unseren Problemen. Habt ihr diesen Betrüger aufgehalten? Ich habe ihn aufgehalten. Aber das Dominion hat etwas, das sie das Menemische Ei nennen. Sobald sie sich erholt hat, wird Vizekanonikerin Haitamin eure Leistung gewiss auch feiern. Doch dieses Artefakt, das ihr erwähnt habt, das Menemische Ei, wisst ihr irgendetwas über seinen Verbleib? Der Hochelf Rovita hat es zu einem Ort der Macht gebracht. Ich weiß aber nicht genau, wohin. Vielleicht ein General des Dominions. Wer er auch sein mag, wir werden seinen Marsch durch Schattenfen aufhalten. Ich habe Ukazai zum Anführer der Späher bei unserer Suche nach Rovita ernannt. Ich schwöre euch, dass wir ihn für die Gräueltaten des Dominions zur Rechenschaft ziehen werden. Das Menemnische Ei ist mir unbekannt. Wenn es aus Schattenfen stammt, weiß vielleicht ein Argonier mehr darüber. Sollten wir Vizekanoniker Haitamin fragen? Ich hatte da jemand anderen im Kopf. Argonische Hüter kennen die Geschichte und die Legenden ihres Landes. Ich bin überzeugt, dass einer der Hüter im Brutsumpf uns mehr über das Menemnische Ei erzählen kann. Was kann ich tun? Vizekanonikerin Haitamin und ich müssen die Reste der Truppen von Sturmfeste im Brutsumpf sammeln. Wenn die Hauträuber Vizekanoniker Ronda geholt haben, werden sie inzwischen wissen, was er wusste. Trefft euch mit unseren Truppen im Brutsumpf. Wir müssen herausfinden, was das Dominion mit dem Menemnischen Ei vorhat. Ich werde euch im Brutsumpf treffen. Ich bin irgendwie, glaube ich, immer noch müde, obwohl ich schon, sag mal so, ich habe zwar nicht lange geschlafen, aber auch irgendwie nicht schlecht, aber irgendwie fehlt mir gerade so der, ich glaube, ich muss dann gleich mal das Fenster aufmachen. Vielleicht hilft das. Da nochmal ein bisschen Sauerstoff hier in die Bude reinbringen. Vor allen Dingen müsste ich mal meine Fenster putzen. Schattenfeen. Rockstar oder Monster? Es
bin ich irgendwie nicht mehr so der Fan von. Tatsächlich, wenn es um Energy aktuell geht, ist tatsächlich die Coca-Cola Energy aktuell mein Favorit. Aber ich find's, kauf's mir halt eigentlich nicht, weil es gibt ja Kaffee. Und ich find's halt auch einfach immer arschteuer. Ich weiß nicht, hier aus dem Fenster ist ja eher so, dass sie bei mir reingucken können. Weil, mal gucken. Aktuell kann ich hier eh keine Fenster putzen, weil ich ja ganze Computerzeug davor stehen habe. Vielleicht, wenn ich mir die Möbel bestelle, die ich im Kopf habe, wo ich hier umdekorieren will, dann muss ich eh die Tische hier umräumen und, naja, nicht umräumen, sondern umschieben und dann kann ich vielleicht mal kurz drüber wischen. Ja, die sind halt aber immer noch ungefähr 80 Cent zu viel, also dafür, was es dann eigentlich ist. Dr. Pepper Energy habe ich tatsächlich noch nie gesehen, also nie in einem Laden gesehen. Ich weiß, dass es das gibt, aber bei uns ist so wenig Dr. Pepper in den Läden drin. Muss da hoch. Wo ist das Buch hin? Da liegt's. Alle Cola-ähnlichen Substanzen müssen eiskalt sein, damit sie schmecken. Alles muss eiskalt sein. Also, ich finde, alles schmeckt, alle normalen Getränke schmecken kalt einfach besser. Dr. Cola Vanille ist halt so richtig. Alles mit Vanille ist irgendwie so. Da habe ich immer das Gefühl, als würde dann zum Beispiel würde dann einfach eine Flasche Cola genommen werden. Und dann wird ein Wunderbaum Vanille gekauft. Und dann wird der Wunderbaum da für einen halben Tag mal reingehängt und dann ist es Coca-Cola Vanille. Ist ja auch oft bei so. Auf die Seite! Mountain Dew ist halt wirklich fett. Mountain Dew ist cool. Die haben ja in Amerika haben sie ja auch eine Energy-Marke mit Game Fuel, aber die kriegst du halt hier nicht. Die hätte ich sonst auch mal probiert. Aber tatsächlich habe ich sie hier noch nicht gesehen. Habe ich aber auch erst mitbekommen, als jetzt hier irgendwie die Org von meinem Lieblingsstreamer gesponsert wurde von Game Fuel. Ja, das ist halt wirklich. Ich mag. Ja, ich kenne auch einige Menschen, die Cola Vanille mögen. Weiß nicht, ich find's. Ich möchte jetzt nicht abartig sagen, weil abartig ist, einen kompletten Apfel zu essen. Aber es ist schon so ein bisschen nah dran. Eine bösartige Aura strömt aus der Urne. Der Raum scheint sich zu verdunkeln, während ihr euch ihr nähert. Nach der Urne greifen. Als ihr die Hand ausstreckt, breitet sich eine plötzliche Kälte im ganzen Raum aus.
die Urne nehmen. Hilfe! Bitte! Die Urne! Nicht viel Zeit! Low Noise, soll ich dir was sagen? Ja, das wollte ich mitteilen. Nein. Noch nicht probiert. Aber an sowas kann ich nicht vorbeilaufen. Urne. Gefährlich. Kultisten haben furchtbare beschworen, sie getötet. Bringt die Urne nach Alten Corimont. Findet Vaudry. Ist bei ihr sicher. Wer seid ihr? Priester des Arkai. Wollte sie aufhalten. Von Daedra erwischt. Naheraiso-san hat mich gefoltert. Prahlte, ich würde ihrem Herrn dienen. Segen. Braucht Segen. Segen? Wer braucht schon Arkais Segen? Des Arkai schützt die Seele. Entschuldigung, die Vorlage war einfach gegeben. Damit sie unverdorben bleibt. Fiole mit Wasser in der Tunika. Jeder braucht Arkais. Greift hinein, bitte. Ich habe sie gefunden. Was soll ich damit machen? Fast tot. Schaffe es nicht. Ihr seid stark. Bessere Chance. In Ordnung. Ich möchte ich es? Oh, ich muss wieder euch fragen. Was für eine Erwartung? Ich habe gar keine. Ich habe die Erwartung, dass mir es gar nicht schmeckt. Dass es einfach einen ganz leichten Crunch-Geschmack gibt. Es ist bei mir zum Beispiel auch bei Salted Caramel so, ich schmecke da jetzt nicht mega salziges Zeug raus. Es ist so eine kleine Nuance und mehr wird es hier auch nicht sein. Von daher werden wir mal sehen. Ich trinke es für 6 Euro. Also ich habe es im Penny mitgenommen. Bei uns im Penny stand es rum. Er? Yeah. Okay. Ach so. Ach. Jetzt weiß ich. Ich habe gedacht, du sprichst da darauf an, dass ich mein Eis trinken soll. Ja, Chat hat abgestimmt. Ihr habt abgestimmt. In Ordnung. Er hat gewonnen.
Ja, es tut mir leid. So, er hat gewonnen. Nehmt es, ihr benötigt es dringender als ich. Ich danke euch. Bringt die Urne zu Altin Corimund. Vaudri, sagt ihr, ich fand Frieden. Erlaubt Malius Folter, die Fiole auszutrinken. Oh, ich hätte so geleuchtet, hätte ich es getrunken. Will auch so leuchten. Wie, du hast es schon probiert? Das Ding ist, ich wäre auch gestern vermutlich dran vorbeigelaufen, wenn es nicht eine bestimmte Person gegeben hätte, die mich irgendwie auch auf einen Eistrip fürs Wochenende geschifft hat. Steinfeuer, Ritualfoliant. Der Gott der Intrigen segnet uns. Der Herr der Gewalt stärkt uns. Der Ernte der Seelen gewährt uns ewige Macht. Sterbliche Heere können uns nichts anhaben. Das Ritual der Beschwörung wird uns eine unbegrenzte Schar von Dienern für unsere Herrschaft verleihen. Unser Glaube an Molag Bal gewährt uns Kontrolle über sie. Wir sind seine auserwählten Diener, handverlesen aus seiner Elite. Unsere Sklaven werden vor uns niederknien. Sie werden unsere Wünsche zu ihrer Realität machen. Die Dedra sind nur Hüllen für unsere Verderbnis. Wir werden sie bis zum Rand füllen und sie auf die Welt loslassen. Okay. Ich muss niesen. Hui! Nochmal, es tut mir leid. Oh. Caramel Sutra damals, als Ben & Jerry's rauskam, mega half-baked, beste. Es war halt auch so krass im Vergleich zu allen anderen Eissorten, die es damals gab, wo es dann hieß so, ja, Karamell, und dann hast du so zwei Mini-Stellen Karamell im Eis gehabt und da hast du bei Caramel Sutra echt einen Karamellkern gehabt. Oh, Dankeschön. Oh, ich hab immer noch irgendes Gefühl, als wäre es noch nicht vorbei. Servus, Kanzler. Aber ich werde es auch dann probieren. Ich werde es jetzt noch ein bisschen auftauen lassen. Ich mag Eis, wenn es so ein bisschen
angetaut er ist. Tiki, Takira, einen wunderschönen guten Morgen. Kurz Mute. So. Fitze, einen wunderschönen Samstagmorgen, willkommen. Ja, leider. Leider. Ich wäre gerne auch ein Mensch, der solche Sachen in mehrere Etappen essen könnte. Aber besonders, wenn ich den jetzt so ein bisschen antauen lasse, dann ist halt auch eklig, wenn du dann wieder einfrierst. Muss man halt auch einfach mal so unkonventionell sagen. Weil schon mal angetautes Eis, was man wieder einfriert, schmeckt halt auch einfach nicht. So, was haben wir denn hier jetzt noch so? Geht's hier runter, Auge, Verlies und dann in die Ortschaft. Da wartet bestimmt das eine oder andere Nebenquest auf mich. Dann treffen wir ja hier eh. Und dann können wir ja mal gucken, wenn wir das gemacht haben und sind hier am Wegpunkt, dass wir nochmal hier hochreisen und gucken, ob die Quest funktioniert dann. Ob jetzt dann da schon einer da ist. Ja, es gibt ja auch Menschen, die irgendwie eine Packung Chips 3 Tage lang offen lassen können und können immer nur so ein bisschen draus essen. Ich schaff's ja nicht mal, eine komplette Bonbon-Packung hier liegen zu lassen, weil ich sie am Ende anfange zu kauen, weil es weg muss. Von daher... ist das für mich halt schon so eine Art Superkraft, wenn das jemand kann. Wassereis. Ja, das hat mir ja, ne, das ist ja so ein Ding, das hat mir ja, zum Beispiel hat man das ja ganz hart bei Calippo schon gelernt, dass es auch nur dann wirklich gut schmeckt und überhaupt funktioniert, wenn man es antauen lässt. Ja, Schnabelkätzchen, aber das ist doch, ne, Chips, aber dann bist du hier, also, ne, bist du ja eh nur am Umfüllen. Zimt, ja, bei mir ist immer das Ding, ich muss immer gucken, also bei mir, ich bin da relativ... Wenn ich in der Eisdiele bin, ich muss mir immer ein Bällchen Zitrone mitbestellen, weil ich finde Zitroneneis einfach das coolste Eis. Aber da musst du dann halt aufpassen, mit was du es kombinierst. Weil da würde dann Zimt zum Beispiel nicht funktionieren. Aber an sich kann ich mir auch vorstellen, dass Zimteis sehr, sehr lecker ist. Und wie gesagt, ich habe
Ich habe so eine recht günstige Eismaschine, die man einfriert und dann Zeug reinkippt und dann macht die. Ich kann nur jedem empfehlen, mal Likör 43 Eis zu machen. Und sich schon beim Machen abzuschießen, weil man immer wieder probiert, ob genug Likör im Eis drin ist. Wundervolle Nachmittage sind das. Und Danny, einen wunderschönen Samstag. Ich wollte als damals, ich habe die Eismaschine, habe ich bei einer Tombola gewonnen und da habe ich auch gesagt, schmeckt jetzt der größte Konkurrent von Ben & Jerry's. Hab da auch echt coole Sachen draus gemacht. Mohneis war zum Beispiel auch nicht schlecht, habe ich auch mal gemacht. Ja, das glaube ich nicht, wenn du so eine Flasche für 43 kaufst, dass du die so einfach leer kriegst. Außer du hast ein ganz anderes grundlegendes Problem. Die Leiche fühlt sich warm an. Der Geruch verkohlten Fleisches lässt vermuten, dass er in seiner Rüstung verbrannt ist. Die ineinander verschmolzenen Glieder der Rüstung gestalten eine gründliche Durchsuchung schwierig. Ihr findet ein kleines, in Leder eingeschlagenes Tagebuch sowie eine winzige Kristallfiole bei dem sterblichen Überresten. Den Besitz des Orks an euch nehmen. Gordaks Tagebuch benutzen. Ja, der Vorteil davon ist es halt auch, dass das Eis, wenn du es dann frierst und machst, nicht so hart wird, weil der Alkohol das einfach unterbindet. Beste. 30. Regenhand. Motzkosch hat den Meer getötet, der sie vergiftet hat, aber sie ist sterbenskrank. Mein Herdweib sagt, dass das Gift aus Schwarzmarsch stammt und es dort auch Gegenmittel gibt. Erste Zweizart. Unglaublich. Warum esse ich jetzt eigentlich um 11 Uhr morgens ein Becher Eis und überlege mir, ob ich mir einen Döner bestelle? Am Arsch werde ich das tun. Ich werde einen Becher Eis essen und dann nachher wahrscheinlich einfach nur ins Bett gehen. Und mir den Bauch halten. Zweite Zweizart. Erste Zweizart. Unglaublich. Die Mitglieder. Nein, Abby, du bist schuld. Die Mitglieder meines Clans weigern sich, mir bei der Beschaffung des Gegenmittels aus Schwarzmarsch zu helfen. Dieser Emporkömmling Chlorik nannte meine Tochter Motzkosch erbärmlich und schwach, aber nicht hässlich. Ich habe ihn einen Schlag verpasst, dass sein Blut floss fast eine Stunde lang. Motzkosch ist stark wie ein Mammut. Der Kodex von Mauloch ist der einzige Grund dafür, dass sie mich nicht als Häuptling übertreffen wird. Soll Chlorik doch meine Feste an sich reißen, sobald ich weg bin. Ist mir egal, ich kümmere mich um ihn, wenn wir zurückkehren. Vierte Zweizart. Mein Herdweib weiß von zwei Gegenmitteln. Sie gab mir eine gesegnete Fiole aus den alten Tagen. Sobald ich die Kräuter gefunden habe, wird das Fläschchen den Rest erledigen. Das Serikraut ist ein breitblättriger Busch, der mit Haaren bedeckt ist. Wenn ich seine Blätter in die Fiole lege, wird sie erwärmt vom Leben, das in ihr steckt. Und dann kann sie Motzkosch vollkommen heilen. Unglaublich selten, sagt mein Herdweib. Aber das ist gut so. Wenn man dieses Heilmittel ständig nutzen würde, würden all jene schwach, die sich darauf verlassen. Ich bin mir unsicher, ob ich das Blut meiner Tochter mit dem Elfengebräu verunreinigen soll. Die Zatari hat giftige Blätter, aber die Blüten sind ein mächtiges Heilmittel. Der Aufguss wird brudeln wie Maulos Blut und er wird seinen Preis fordern, wenn er getrunken wird. Wenn man die zerstoßenen Blütenblätter in die Fiole legt, wird die Mischung rosa, wie der Schaum, der im blutrünstigen Krieger vor dem Mund steht. Ein heilender Schmerz, der es würdig ist, dass Motzkosch ihn übersteht. 12. Zweizart. Als wir inzwischen hier ankamen, brach Motzkosch mit einem Fieber zusammen. Möglicherweise bleibt ihr nicht mehr viel Zeit.
Ich habe Ortskundige angeheuert, die mir sagen können, wo ich die beiden Gegenmittel in den Ruinen von Atazananitz finde. Die Echsen, ihr sind mit Sumpfdämonen im Bunde, sagen sie. Bestien, die Blitze atmen und nach dem Fleisch von Mensch und Meer gieren. Nun Narren suchen sie auf. Ha, ich werde denen schon zeigen, was es heißt, Maulos Auserwählter zu sein. Wir brechen auf, wenn der Nebel verzogen ist. 14. Zweizart. Ich wurde überwältigt, aus dem Hinterhalt überrascht, im Sumpf außerhalb von den Ruinen von Atananten. Sie schlugen zu wie flüssige Schatten, bevor sie wieder in den Tiefen zurückzogen. Feiglinge, sie zerrten mich unter die Oberfläche des Schlamms, bis mir schwarz vor Augen wurde. Als ich wieder zu mir kam, war ich in diesem stinkenden Grab. Wenn sie mich holen kommen, werde ich ihnen eine verpassen. Wie ich Chlorik eine verpasst habe. Bei Mauloch, das rechte Hand. Niemand wird sich mir in den Weg stellen. Ich bin Gordok. Ich bin der Häuptling. Boah, das war eine doofe Quest. Jana, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Danke für die Unterstützung. Ja, und wenn ihr bereits Amazon Prime nutzt, könnt ihr auch Twitch Prime nutzen. Könnt damit eine dicke, ölige Substanz bedeckt die Blüten. Ein Gegenmittel aus Zatari herstellen. Ihr schiebt ein Blütenblatt in die Fiole und verschließt sie danach wieder mit dem Fropf. Als sich das Blütenblatt auflöst, bilden kleine Bläschen die Oberfläche, das Gegenmittel kosten. Schon ein kleiner Schluck scheint eure Lippen und die Zunge zu verbrennen. Nach ein paar Sekunden ist euch ganz flau im Magen. Okay. Kleine Haare bedecken die Oberfläche seiner breiten grünen Blätter, die Fiole leeren und das Gegenmittel in Serikraut herstellen. Ihr schiebt ein Blatt in die Fiole und verschließt sie dann wieder mit dem Fropf. Während sich die Blätter auflösen, wird die Fiole warm. Das Gegenmittel kosten. Nach einigen Sekunden wird eure Zunge taub, nach ein paar Sekunden breiten sich ein warmes Kribbeln auf euren Gliedern aus. Jetzt machen? Hinweis, verlass die Ruinen. Warum soll ich denn die Ruinen verlassen? Ich dachte, ich soll hier Zeug drin machen. Eine dicke, ölige Substanz bedeckt die Blüten, die Fiole leeren und das Gegenmittel herstellen. Ihr scheint, ne? Verschließt sie dann wieder, Blütenblatt ausmüllen und okay. Wo soll ich jetzt was anwenden? Da ist noch irgendwas. Ach so, das ist ja langweilig.
Ich bin für das, was mir die Zunge verbrannt hat. Und wie sie Chili schadet nicht. Ja, aber es mich triggert, dass hier halt immer noch dieses Ding offen ist. So. Jetzt habe ich noch keinen. Weiß noch nicht, wo da Chips sein sollen. Habe aber auch so einen leicht salzigen Geschmack. Hände weg, außer ihr wollt einen Stumpf. Die Rüstung dieses Angebers gehört mir. Seht euch doch das Leuchten darauf an. Ist okay. Wollen wir wetten, wie viele Tage er am Pranger überlebt? Ich kann es nicht erwarten. Ich möchte diese feinen Hosen von seiner Leiche reißen. Es steht ein Gerent am Pranger? Ja, vielleicht. Er arbeitet für die Vizekanoniker. Noch ein Dunkelelf, der seine Nase in etwas hineinsteckt, was sie nichts angeht. Es ist eine gute Nase. Daraus könnte ich mir eine schöne Halskette machen. Wo kann ich ihn finden? Der Pranger befindet sich nördlich dieses aufgebockten Schiffes namens Trunkener Bretone. Ihr könnt ihn nicht verfehlen. In ein paar Tagen wird euch der Geruch dorthin führen. Und stehlt ihm nicht die Hosen. Das sind meine. Was hast du denn immer mit den... Wisst ihr, warum er hergekommen ist? Weil er ein Spion ist. Warum sollte er sonst hier sein? Er hat etwas über unsere Pflichten gegenüber Schattenfan gefaselt. Er hat spioniert. Das liegt doch auf der Hand. Traut keinem Dunkelelfen. Und schon gar nicht meinen Kameraden. Sie sind erfahrene Piraten, oder? Was redest du? Da unten ist die erst. Uiuiuiui. Götter, warum habe ich jemals den Fuß in diese stinkende Grube gesetzt? War es Pflichtgefühl oder Dummheit? Ihr seid hier, um mich wie die anderen zu verspotten, nicht wahr? Nun, keine Angst. Ich habe keine Würde mehr. Warum steht ihr am Pranger?
Für das Verbrechen daran zu glauben, dass Piraten das Wohl des Paktes am Herzen liegen könnte. Gerüchten zufolge soll das Dominion über diesen jämmerlichen Hafen Vorräte ins Land schmuggeln. Meine Fragen waren nicht erwünscht. Ihre sogenannte Anführerin hat mich ergreifen lassen, damit ich hier verrotte. Vielleicht könnte ich in eurem Namen mit der Anführerin sprechen. Oder vielleicht könntet ihr mir Gesellschaft leisten. Nein? Wenn ihr unbedingt darauf besteht, müsst ihr erst ihre Aufmerksamkeit erringen. Ein paar gut platzierte Schläge sollten euch eine Audienz bei ihr sichern. Vielleicht solltet ihr versuchen, zum gestrandeten Schiff zu gehen und euch mit den betrunkenen Raufbolden dort anzulegen. Was treibt das Dominion in alten Corrimond? Nicht so laut, es sei denn, ihr möchtet euch zu mir gesellen. Diese Piraten schmuggeln Vorräte und Waffen an das Dominion in Schattenfen. Wenn wir dem nicht Einhalt gebieten, wird aus den kleinen Scharmützeln mit dem Dominion hier rasch eine ausgewachsene Schlacht an einer neuen Front. Warum sollten Piraten mit dem Dominion zusammenarbeiten? Aus Gier. Ich habe törichterweise gedacht, die meisten Piraten hier würden das Dominion hassen, weil sie Argonier sind. Doch wie ihr sehen könnt, sprechen in dieser Stadt klingende Münzen und alter Hass lauter als Worte. Sie sind kaum mehr als Tiere. Daniel, hör auf, die Leute zu ärgern. Seid gegrüßt, Reisende. Hallo. Möge Arkai euch segnen. Malleus Falto hat mich gebeten, euch das hier zu bringen. Bei Arkais Bart. Diese Urne wird vom Bösen umflort. Sie ist ein verfluchter Gegenstand. Ihr tatet gut daran, sie mir zu bringen. Was ist mit Malleus? Tod. Ermordet. Von Dedra. Das sind die schlimmsten Neuigkeiten, die ich seit langem erhalten habe. Ich bringe diese Urne an einen heiligen Ort, wo man sie von ihrer Verderbnis läutern kann. Ist er in Frieden gestorben? In Arkais Gnade? Ja, das tat er. Das ist immerhin ein kleiner Trost. Malleus wird schmerzlich vermisst werden. Vielen Dank, mein Freund, dass ihr diese Urne und die Nachricht von Malleus Tod zu mir gebracht habt. In Zukunft solltet ihr euch vorher mit mir treffen, wenn ihr wisst, dass ihr euch Daedra stellen werdet. Vielleicht kann ich helfen. Malleus Falto war ein toller Mann. Er ist jetzt bei Arkai und wacht über uns. Kannst du nicht länger reden? Was werdet ihr tun, nun, da er fort ist? Ich werde fürs Erste hierbleiben. Die Bewohner Schattenfens werden Arkai in den kommenden Zeiten brauchen. Ich werde tun, was ich kann, um ihnen zu dienen. Nasi 43, es subscribed vor 8 Mons. Ich komme wegen dem Segen des Arkais. Sie sind euer, mein Freund. Möge er für all eure Tage gütig auf euch blicken. Und Nasi, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Danke für die Unterstützung. Dankeschön. Wo schmuggelst du dich eigentlich überall hin, du? Ihr wollt ein besseres Sortiment? Kommt in, sagen wir, einem Monat wieder. Als ich dann noch da bin, habe ich vielleicht etwas Interessantes für euch. Die wollt ich nicht verkaufen. Ich will die Feindeshaut tragen. Wozu das alles? Hm.
haben die denn da draußen? Jetzt könnt ihr mal Preise erhalten. Und Mara, einen wunderschönen Samstagmittag. Och Leute, mir doch egal, was ihr im Edeka seht. Nee, ich möchte auch kein Sendschreiben des Ordens. Das war auch wieder nur eine Prolog. Könnt ihr eine Münze erübrigen? Nee, aber ich kann auch keine Münze erübrigen. Hört auf, mich hier zu Arschel, einen wunderschönen guten Tag. Nur zu. Xod, ich bin 3 Monate unterwegs und suche nach einem reifen Preis. Ich bin hier, um zu trinken und nicht um von landliebenden Trockenrücken wie euch genervt zu werden. Und ja, ihr seid wirklich leicht zu durchschauen. Ich suche nach der Anführerin hier. Ein Auge empfängt keine unwürdigen Besucher wie euch. Verschwindet, bevor ich euch verschwinden lasse. Beantwortet meine Frage, bevor ich die Dinge hier ungemütlich werden. Echt, du willst mit Fäusten kämpfen? Ich habe nur Waffen. ESO Plus gilt immer accountweit. Ich bin froh, dass ihr Sela gefunden habt und gegen diese Kannibalen vorgegangen seid, die ihren Mann getötet haben. Ja, aber deinen Affen wollte ich nicht sprengen. Wir haben nicht genug Platz für Reisende. Alle Kojen sind besetzt. Ihr könnt... Das heißt, der Char 1 sammelt und der 2 kann verarbeiten. Ja, du hast mit allen Chars drauf Zugriff. Auf das, was hier drin ist, kann jeder zugreifen. Von überall. Ich weiß, dass ihr es ernst meint. Ich werde mein Glück nicht herausfordern. Ich möchte mit einem Auge sprechen. Sofort. Ich ergebe mich. Sie ist auf dem oberen Deck in der Kapitänskajüte. Die Wachen werden euch keine Probleme machen, wenn ihr ihnen keine macht. Ich hoffe, euer Begehr ist die Schmerzen wert, die euch bevorstehen. Genau, dein ESO Plus ist auch auf dem NA-Server aktiv. Natürlich nicht mit den Sachen, die du auf dem EU-Server hast, aber du hast ja da auch alles andere nicht. Also von daher muss man das eh ein bisschen trennen. Ein paar Atori, hallo und Orschel, vielen Dank für deinen Follow. Ihr habt euch nicht vorgestellt, Außenseiter. Es ist mir egal, ob ihr tapfer oder dumm seid. Vergeudet meine kostbare Zeit nicht. Erklärt euer Anliegen. Warum solltet ihr vor ein Auge stehen? Senil Ferenja hat mich gebeten, mit euch über seine derzeitige Situation zu reden. Der wehleidige Dunkelelf? Er brauchte eben etwas frische Luft. Seine Worte klangen völlig benebelt. Er hat allen ständig erzählt, wie ich meine Stadt zu verwalten habe. Und was seine Bedenken angeht, das Dominion treibt Handel mit dieser Khajiit und nicht mit uns. Und für den Augenblick ist sie zu gut geschützt. Wer ist diese Khajiit? Eine Heuchlerin, mehr nicht. Sie bleibt in den Schatten, weil sie sich davor fürchtet, sich mir zu stellen. Doch sie bezahlt ihre Spione gut. Ich würde diese räudige Katze am liebsten als neuen Teppich auf meinem Deck sehen. Ich will, dass ihre Geldtruhe in meinem Frachtraum landet.
Das würde euer Problem lösen, oder etwa nicht? Was kann ich tun, damit ihr Senil freilasst? Senil beleidigt mich mit seinen hochgestochenen Worten und seiner Arroganz. Trotzdem könnte ich ein Auge zudrücken. Was hat diese Khajiit von ihren Abmachungen mit dem Dominion? Findet heraus, was da läuft und wo es läuft. Danach reden wir über Senils Freilassung. Wir sind im Geschäft. Wo soll ich mit der Suche anfangen? Jeder weiß, dass ich gut zahlen werde, um die Pläne dieser Khajiit zu erfahren. Viele Bisse, aber kein Fleisch. Im Augenblick wartet draußen noch so eine Dockratte. Schaut, was der Verräter zu sagen hat. Gebt ihm diese Belohnung, wenn es nützlich klingt. Wenn ihr bitte nicht damit verschwinden würdet. Ich werde nie fertig werden. Ist hübsch. Der PTS ist eigentlich immer ab, aber wird nicht mehr gepflegt, Sundance. Heißt, wenn jetzt nächste Woche der Patch kommt, alle Patches danach werden erstmal nicht auf dem PTS gespielt. Das heißt, der ist dann auch ein bisschen out of date. Je nachdem, was dann halt jetzt auch auf dem Live-Server nochmal für Änderungen vielleicht kommen, kleinere Anpassungen, die sind dann nicht auf dem PTS drauf. Also der wird nicht aktuell gehalten. Ja, es ist auf jeden Fall ein Geschmack da. Ich spreche mit Einauge und nur mit ihr. Wenn ihr bezahlt werden möchtet, dann rückt mit der Sprache heraus. Ihr habt es? Das Dare? Ja, ich rieche es an euren Fingern. Frisch und süß, so angenehm wie Regen. Ihr habt es doch nicht etwa aufgemacht, oder? Vielleicht etwas für euch selbst davon abgezwackt? Bitte, ich brauche es. Kann ich es haben? Ich weiß Crack. Dinge. Erst die Information. Oh, ihr wollt Worte hören. Ja, die Khajiit. Sie hat einen Namen. Zanji. Es gibt ein Treffen zwischen einem ihrer Kätzchen und einem Fremden. Bald. Sehr bald. Sie treffen sich im Lagerhaus südlich von hier. Ihr müsst vor ihnen dort sein. Spioniert sie aus. Gut, oder? Und jetzt gebt mir das Daryl. Hier, nehmt es. Ja. Das ist genau das, was ich brauche. Nun lasst mich mit meiner Beute allein. Vor mir liegen viele Tage der Freude. Da vorne gibt's noch einen. Eine Himmelscherbe. Ach, geht es hier eigentlich auch? Das geht im südlichen Elsewhere. Der König der Welt. Eine Frage. Was muss man sich kaufen, um das südliche Elsewhere zu bekommen? Nee, das Grundspiel nicht. Das Grundspiel hat mit dem südlichen Elsewhere nichts zu tun. Das südliche Elsewhere ist ein DLC. Kannst du also entweder ESO Plus holen. Dann darfst du es nutzen für den Zeitraum, wo du ESO Plus hast. Oder du gehst hier im Kronenshop auf DLC und suchst inzwischen aufgeteilt. Dragonhold, komm. Verteidigt die Bewohner des südlichen Elsewhere Dragonhold.
Dragonhold hieß das DLC. tatsächlich finde ich das südliche Elsewhere richtig gut. Nein! In meinem Kopf ist es anders gewesen. Hab eine Frage. Man kann aktuell ja Waffen des infernalen Wächter kaufen. Monsterhelm droppt auf Wett zufällig. Und die Schulter kann man für, kann man die Schulter auch farmen bzw. in Gildenläden kaufen. Und dann muss man 50 Schlüssel verballern. Da musst du dazu, ist es nur die Montur, ne? Die kannst du auch in den Einzelkisten bekommen. Mit einer geringen Wahrscheinlichkeit. Heißt, du kannst natürlich auch einfach 10 Schlüssel investieren. Und wenn du Glück hast, ist die da drinnen. Und diese kannst du auch handeln. Das heißt, die ist auch im Kronenshop zu sehen, zu finden. Und wird da auch verkauft. Habt ihr das Geld? Mit Versprechen kann der Boss nichts anfangen. Es kam auf unserem Schiff an. Ihr werdet alle sehr bald sehr reich sein. Dann könnt ihr euch versorgen. Mit Waffen, Essen, Getränken, Medizin und Schutz. Ja, ist ja immer so, weil einfach es kommt halt einfach viel mehr auf den Markt. Am Anfang probieren viele, viele Menschen immer noch ein schnelles Gold zu machen. Ist ja auch bei normalen Stilseiten so. Irgendwann relativiert sich das. Und Schultermonturseiten sind jetzt nicht ganz so teuer. Die Kopfmonture dagegen haben teilweise echt ganz nicht gerade günstige Preise. Was bringt ihr mir? Hoffentlich ist es etwas Wertvolles. Ich bezahle keine Faulenzer für verfaulte Früchte. Das ist schlecht für meinen Ruf, aber es ist noch schlechter für die Faulenzer. Das versteht ihr sicher. Diese Kaschid verkauft dem Dominion Waffen und Schutz. Natürlich verkauft sie ihnen Waffen. Aber Schutz? Das ist mein Geschäft. Niemand außer mir bietet hier Schutz an. Anscheinend hatte euer dunkelelfischer Freund recht. Einige der Jungs hier helfen dem Dominion und sie tun es ohne meine Erlaubnis. Werdet ihn also freilassen und dieser Sache ein Ende machen? Er kann da noch etwas länger bleiben. Das würde es euch leichter machen, an meiner Seite zu arbeiten, oder? Und sobald ihr mir geholfen habt, meine Stadt von dieser emporgekommenen Khajiit zu säubern, haben wir doch beide, was wir wollen. Jetzt verstehen wir einander. Meine Probleme sind eure Probleme. Die Mannschaften in dieser Stadt sind nur einem treu ergeben, dem Gold. Diese Khajiit hat ein wenig zu viel Treue gekauft. Sie denkt vielleicht sogar, dass sie meiner Macht etwas anhaben kann. Was könnt ihr da tun? Ich? Ich werde gar nichts tun. Allerdings könnte Ihnen jemand anders mal eine ordentliche Lektion erteilen.
An den Docks wimmelt es von fremden Händlern, die die hiesigen Mannschaften mit ihrem süßen Hochelfengold in Versuchung führen. Ein bisschen Blutvergießen sollte als kleine Botschaft an sie genügen. Ihr wollt, dass ich ein paar Piraten verprügle? Verletzt nützen sie mir gar nichts. Die Lakaien des Dominions sind da aber eine ganz andere Sache. Lehrt sie ein Auge und ihre Mannschaft zu fürchten. Das sollte ihnen die Zunge lösen. Und dann findet heraus, wo unsere Khajiit sich versteckt hat. Kein Problem. Jetzt gibt's aufs Maul. Ükips und Golden Boy, einen wunderschönen Samstagnachmittag euch. Was wollt ihr? Was? Nur Leute, die im Auftrag der Herrin unterwegs sind, dürfen hier sein. Lasst uns über eure Anführerin reden. Zum Beispiel darüber, wo ich sie finden kann. Ah, natürlich. Dieser wird euch alles über das geheime Versteck verraten. Und gleich danach lädt er ein Auge auf ein Tässchen Tee ein. Blöde Glatthaut. Geht diesem aus den Schnurrhaaren, bevor er euch die Krallen in die Schnauze schlägt. Sagt mir, was ich wissen möchte. Sagt mir, was ich wissen möchte. Und ich werde euren Schwanz als Gürtel tragen. Sagt mir, was ich wissen möchte. Oder ich werde euren Schwanz als Gürtel tragen. Wie überzeugend. Kein Grund für solche Drohungen, mein Freund, ja? Die Herrin hat ihr Nest unter der Erde. Eine verlassene Mine, glaube ich. Viel Glück oder Pech bei der Suche. Kanzler, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Danke für die Unterstützung. Und Hummeldum, hallihallo. So, jetzt muss ich da wieder zurück und irgendwelche Piraten verprügeln. Aklaia, dir auch einen wunderschönen Samstag. Hallihallo. Habt ihr von der Herrin gehört? Sie ist das neue Oberhaupt der Stadt, oder sie wird es sein. Ha! Ich bin auf der Suche nach Zangi. Tja, nun ist sie plötzlich überall beliebt. Hat sich wohl herumgesprochen, dass sie Geld hat, ha? Was bringt euch auf die Idee, dass ihr einen Teil davon abbekommt? Ich habe euren Freunden bereits eine Lektion erteilt. Erzählt mir, was ich wissen möchte. Gutes Argument. Mir liegt sehr viel an meinem Fell. Ihr werdet diesen Schlüssel brauchen, um in ihr Versteck zu kommen. Jetzt habt ihr keinen Grund mehr, euch zu beschweren, oder? Und Spessart, einen wunderschönen Samstagmittag. Hallihallo. Wenn ihr keine Einladung von der Herrin habt, verlasst das Dock. Warum läufst du so rum? Ich brauche Informationen über eure Anführerin.
Und ihr meint, die gäbe es umsonst? Ha! So wie ihr ausseht, könntet ihr mir nicht einmal genug bezahlen, dass ich euch auch nur die Farbe ihres Schwanzfells verrate. Verschwindet aus meinem Revier. Ihr vergeudet nur meine Zeit. Hast du mal gesehen, wie du aussiehst? Helft mir jetzt und ich werde mich an euch erinnern, wenn ich das Gold der Herren habe. Seid ihr euch da so sicher? Nun, das hört sich nach einem echten Handel unter Piraten an. Ihr macht die ganze Arbeit. Ich nehme die Hälfte des Geldes. Es gibt eine Falltür in dem kleinen Lagerhaus am Ufer. Über sie werdet ihr zu ihr gelangen. Leb wohl und Ria, welcome back. Es war die ganze Zeit hier, oder? Bei Sitis, es lag direkt unter meinen Füßen. Oh, ja, habe ich tatsächlich vergessen. Sorry, es wird Zeit, dass Gewinner, jemand dieser Kaschid einen Besuch abstattet. Herzlichen Glückwunsch. Weggeworfener Brief. Meine Teuerste, ich hoffe, dieser Brief trifft euch in bester Gesundheit an. Macht euch keine Gedanken um die Kosten, meine Liebe. Mich interessiert nur, dass ihr ihn in Sicherheit erhalten habt. Es wird noch einige Wochen dauern, bis ich mich wieder lösen und euch besuchen kann. Ich weiß, dass ihr um mich bangt. Mir stehen einige Wachen zur Verfügung und unsere Ausgrabungen sind so gut wie beendet. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Reichtümer ich bisher ans Tageslicht gebracht habe. Bald werdet ihr wie eine Königin leben und ich als euer König, Königin und König von was? Das spielt keine Rolle. Solange ihr an meiner Seite seid, würde ich auch über ein Königreich aus Fimist herrschen. Euch wie immer treu ergeben, P. Bräuchte einmal Account. Den zahle ich dann auch gleich aus. Und dann können wir noch ein, zwei Gold-Giveaways heute veranstalten. Erstmal vielen, vielen Dank, Lownoise, wieder für Spenden. Und so. Irgendein Gold-Giveaway. Machen mal Wir machen das mal so. Hallo Epsi. Hier ist alles gut. Und ich heute irgendwie echt müde bin und nicht aus den Puschen komme.
Hast du dich nicht eben gerade vor ihr gekauert und hattest Angst vor ihr? Seht, was ihr getan habt. Jetzt habe ich mich verzählt. Oh, hast du verzählt? Nutzlose Katze. Warum ist hier ein Tiger? Wartet mal. Jetzt sagst du, wartet mal, nachdem ich alles abgeschlachtet habe. Sanjis Schiffsaufzeichnungen. 4 Fregatten versenkt, keine Ladung geborgen. Verschwendung. 2 kleine Boote gefunden, repariert. Die werden wir für die Untiefen hier brauchen. Das Dominion verspricht, eine kleine Flottille für die Besatzung bereitzustellen. Sirinäa ist eine verlogene, blutsaugende Zecke. Aber sie weiß, dass ihr Lügen bei mir nichts bringen. Einige Besatzungsmitglieder sind angesichts der neuen Abmachung desertiert, müssen in einem anderen Hafen neue Seeleute auftreiben. Kinati ist zu weit entfernt. Mir gefällt nicht, wie diese Agonia mich ansieht. Diese Einauge. Früher oder später wird sie Ärger machen. Dieser Khajiit möchte euch nicht herausfordern. Das Recht des Anführers gehört euch. Alle hier werden euch folgen, wenn ihr sie verschont. Wer seid ihr und wovon redet ihr da? Ihr seid gekommen, um unser neuer Anführer zu werden, ja? Deswegen ist Sanji tot. Ja, ich werde jetzt Pirat. Ihr werdet der neue Anführer der Bande sein, wenn ihr entscheidet, uns nicht zu töten. Lasst mich euch unseren Nutzen beweisen. Ihr begehrt die Reichtümer, die das Dominion bietet, ja? Ja, Einauge wollte, dass ich ihr das zurückbringe. Wir haben es nicht, noch nicht. Sanji hat sich noch nicht mit der Hochelfin wegen unseres Anteils getroffen. Aber wenn ihr ihn euch einfach nehmen könntet, so wie ihr schon Sanji das Leben genommen habt, lasst uns oben weiterreden, wo es sicherer ist. Die anderen betrachten euch womöglich noch nicht als ihren Anführer. Warte, ich mache euch alle platt. Ich bin euer König. Ihr seid hier, um einen Handel zu schließen, nicht wahr? Wir zeigen euch das Schatzschiff des Dominions. Ihr nehmt euch euren Preis und wir bleiben am Leben. Viel besser als die Alternative. Dann schlagt ihr also eine Partnerschaft vor? Eine Partnerschaft? Da haben wir wohl keine Wahl, oder? Wir können euch im Tausch für unser Leben unterstützen. Wir können euch helfen, unseren Schatz für ein Auge zu holen. Wenn ein Auge euch mag, dann ist das besser für uns alle. Zeit, an die Arbeit zu gehen, ja? Es wird nicht lange dauern, bis das Dominion herausfindet, dass Sanji tot ist. Dann werden sie ihren Schatz nehmen und sich davonmachen. Das ist schlecht für uns beide. Was müssen wir tun? Geht auf ihr Schiff, nehmt euch ihre Sachen und kommt lebend wieder von Bord. Es ist ein ganz simpler Plan. Die Anlegestelle des Dominions ist gleich da draußen. Ich werde ein Boot haben, um den Schatz zu transportieren. Wir können nicht auf dem gleichen Weg wieder zurück. Ihr werdet mich also nicht begleiten, vermute ich. Ich? Ha! Dieser Verstand ist zum Aushecken von Plänen gemacht und nicht zum Schwertfechten und Blutvergießen. Oh, und zum Münzenzählen. Da bin ich sehr gut drin. Dieser Plan ist doch vernünftig, oder? Es wird schon klappen. Ich kümmere mich darum, diesen Schatz zu besorgen. Ihr müsst euch beeilen, geschätzter Anführer. Wenn die Truppen des Dominions mit ihrem Schatz verschwinden, wird Einauge wirklich sehr unglücklich sein. Wer seid ihr? Wir waren Teil des Renrija Maor. Was spielt die Vergangenheit nun noch für eine Rolle? Wir folgen jetzt euren Befehlen. Sobald das hier alles vorbei ist, können wir wieder das tun, was wir am besten können. Geld machen. Das was? Die Renrija Maor. Manche nannten uns Piraten, andere Freibeuter. Es spielte keine Rolle. Wir segelten unter Freibriefen des Dominions
und fingen feindliche Handelsschiffe ab. Zu unserem Gewinn und zum Wohlgefallen des Dominions. Kein Gerede mehr, damit vergeuden wir nur wertvolle Zeit. Gott, ich hab... Almeri-Dominion! Ich hab ein bisschen viel gepult, glaube ich. Das Boot musste man mir jetzt zeigen, weil es versteckt war. Welch wunderbarer Anblick. Ein Auge kann es kaum erwarten, es in ihre Klauen zu bekommen. Xash wird sich darum kümmern. Ihr habt da noch was mit Ein Auge zu klären. Also hat die Khajiit nicht gelogen. Ich hätte gedacht, ihr verschwindet mit dem Geld. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Hier ist euer Dunkelelf. Ich erwarte, dass der Preis des Dominions als Bezahlung für meine Großzügigkeit gezahlt wird. Und ich habe noch ein weiteres Geschenk für euch. Was würde das sein? Eine Hochelfin hat mich aufgesucht und verlangte eine Nachschublinie, die durch Alten Korimond führen soll. Sie ist offensichtlich eine Kommandantin des Dominions. Sollte sie sterben, gibt es hier niemanden mehr, der ihre Pläne ausführen könnte. Und ihr Gold gehört mir. Wo ist sie jetzt? Sie ist in einer Kabine auf dem unteren Deck und wartet auf meine Rückkehr. Wenn jemand anderes an meiner Stelle ginge, bin ich mir sicher, dass dieser jemand sich um dieses kleine Problem kümmern könnte. Ich würde natürlich nie einen Gast niederstrecken. Jo. Ich muss den Vizekanoniker über die Situation aufklären. Muss ich schon wieder irgendjemanden töten? Warum bin ich so ein böser Mensch?
hat sie sich aber einen schönen Thron gebaut. Wie funktioniert das mit dem Heist? Du hast sehr wahrscheinlich nicht genug Punkte, wenn du 1000 setzt. Was? Mit Ausrufezeichen Points siehst du deine aktuelle Punktzahl. Ein wenig umständlich. Aber manchmal muss man die weniger befahrene Straße nehmen, nicht wahr? Einer eurer Vizekanoniker wartet auf euch. Ich lasse sie hier bleiben, solange ihr für ihr Verhalten bürgt. Das ist immer noch meine Stadt. Verstanden? Wo sind sie in der Stadt? Sie sind auf dem oberen Deck. Folgt mir. Klatschaffe, Sandrago, einen wunderschönen Nachmittag euch. Mittag, nicht Nachmittag, Mittag. Wir sind noch nicht im Nachmittag. Hilft ihr mir aus? Warum stehst du da oben, Veronique? Da ist euer Held, Elf. Was ist mit dir? Warum bist du so traurig? Gerade gibt es 250.000, ja. Ein Auge will mich glauben machen, dass ihr eigenhändig diesen Hafen vom Dominion befreit habt. Ich wäre skeptisch, aber Senil Fenrila hat ihre Geschichte bestätigt. Jetzt müssen wir keinen Krieg mit diesen Piraten führen. Das haben wir euch zu verdanken. Schön, dass ich helfen konnte. Seid nicht so bescheiden. Ein Auge hat mit eurem Können geprahlt. Ich habe den Piraten Kaperbriefe für jedes Dominion-Schiff geboten, das sie finden. Ihr habt eine Belohnung verdient. Nehmt sie an, mit dem Dank von ganz Sturmfeste und seiner Beschützer. Mendes, hallihallo, schön dich zu sehen. Ich habe alles verloren. So, wir gucken mal, ob der Dude vielleicht da ist. Vielleicht haben wir Glück. Ich möchte keinen Ärger. Mehr Knochen für den Haufen! Man muss nur gut Geduld haben. Dann klappt's auch mit den Nachbarn. Das Glück bevorzugt die Kutringi nicht. Kriegshäuptling Helusks Läufer haben mir mitgeteilt, dass sich die Wurmkultisten nicht ergeben würden. Schade, aber nicht unser Fehler. Nimmeru steht in eurer Schuld.
Ehrlich gesagt habe ich befürchtet, dass die Leutnants des Wurmkults mit Absicht in unsere Keller gingen, um in unserem Dorf dunkle Magie zu wirken. Welche dunkle Magien fürchtet ihr? Nun, ihr habt euch als Freund unseres Dorfes erwiesen. Als Freund vertrauen wir euch unser Geheimnis an. Es ist leichter, es euch zu zeigen, anstatt es zu erklären. Seid bitte nicht beunruhigt. Lord Indaris und Lucky, Mahlzeit. Hab ein bisschen Fluch der Karibik-Flair. Fürchtet euch nicht. Wir sind dieselben, die wir vor dieser Krankheit waren. Vor Jahren ist eine furchtbare Krankheit durch unser Land gezogen. Ich musste etwas tun, um mein Volk zu schützen. Deshalb habe ich eine Übereinkunft mit den Daedra getroffen. Ihr habt einen Handel mit den Daedra eingegangen? Welchen Daedra? Vor der Seuche haben unsere Minenarbeiter einen alten Tempel entdeckt, der Clavicus Vile geweiht ist. Als das große Sterben begann, bat ich den dädrischen Fürsten um einen Handel zur Rettung unseres Dorfes, um jeden Preis. Ich habe den Daedra angefleht, uns gegen die Seuche immun zu machen. Den Preis dafür seht ihr selbst. Was hat das alles mit dem Wurmkult zu tun? Letzte Nacht haben Kultisten das Seelensteinraster gestohlen. Das Relikt, das unsere Geister bindet. Bald werden sie es benutzen, um uns zu versklaven. Wir dürfen keine Sklaven des Wurmkults werden. Schamane Chira hat einen Plan, um sie aufzuhalten. Aber er wird eure Hilfe brauchen. Bitte, sprecht mit ihm. Okay. Welche Stadt spielst du? Ich bin gerade in Schattenfeen unterwegs. Mach. In Ebenerzpakt. Mit diesem Char. Habe den Schwarzherz bestimmt. Er hat bestimmt keine Ahnung, was der genommen hat. Ihr habt die Schoßhunde des Wurmkults getötet. Häuptling Sulak hat euch gesagt, dass der Wurmkult das Seelensteinraster gestohlen hat. Nicht wahr? Sobald sie sein Geheimnis entdecken, werden sie unser ganzes Dorf versklaven. Häuptling Sulak meinte, ihr hättet einen Plan. Ja, wenn es nicht schon zu spät ist. Als Clavicus Weil uns mit dieser leeren Existenz verfluchte, hat er unsere Geister in das Seelensteinraster gebannt. Es muss zurückgeholt werden. Ich werde das Seelensteinraster holen. Leichter gesagt als getan. Die Energien, die das Relikt beschützen, töten jedes lebende Wesen, das es berührt. Aber es gibt eine Möglichkeit. Bringt Clavicus Vile ein Opfer dar und das Seelensteinraster wird euch von einem von uns halten. Dann könnt ihr es sicher vom Wurmkult bergen. Wo würde ich ein Opfer darbringen? Was würde ich opfern? Nehmt dieses Totem. Kriegshäuptling Helushk kann euch in den Tempel des Daedrischen Fürsten lassen. Sobald ihr drinnen seid, legt ihr das Totem als Opfer an Clavicus Weil auf den Blutbrunnen. Der sagt Clavicus Weil. Ich sage immer Clavicus Weil. Ich finde, es klingt auch besser. Wie konnten die Wurmkultisten das Seelensteinraster stehlen, ohne selbst dabei zu sterben? Die Kultisten haben es von ihren untoten Dienern wegschaffen lassen. So sieht die Zukunft von Nimmerruh aus, wenn ihr das Seelensteinraster nicht zurückholt. Wie kann ich das Seelensteinraster sicher bergen?
Nehmt dieses Totem. Kriegshäuptling Helushk kann euch in den Tempel des Daedrischen Fürsten lassen. Sobald ihr drinnen seid, legt ihr das Totem als Opfer an Clavicus Weil auf den Blutbrunnen. Ich werde mit dem Kriegshäuptling Helushk sprechen. Ich fürchte, uns bleibt nur wenig Zeit, bevor der Wurmkult die Geheimnisse des Seelensteinrasters entdeckt. Beeilung, bevor sie uns ihren Rängen hinzufügen. Noch ein Vorteil dieses verdammten Fluchs. Warum bergt ihr das Artefakt nicht selbst? Der Wurmkult hat das Seelensteinraster. Damit können sie über unseren Fluch Einfluss auf uns ausüben. Sie zwingen uns dazu, aufzugeben oder einander anzugreifen. Zu so vielen schrecklichen Dingen. Aber sie besitzen nicht eure Seele. Sie haben keine Macht über euch. Erzählt mir von diesem Fluch. Vor Jahrzehnten kam die Gnatin-Grippe über das Land. Die Kinder waren die Ersten. Zehn. Ich sehe ihre Leichen noch immer vor mir. Doch Zehn konnte uns nicht retten. Daher habe ich auf Häuptling Sulaks Geheiß zu Clavicus Weil gebetet. Ihm haben wir diese Farce einer Rettung zu verdanken. Hätte euer Dorf ohne den Fluch überlebt? Nennt ihr das hier Überleben? Nie wieder Guava-Fleisch zu kosten. Nie wieder eine zärtliche Berührung zu spüren. Wir sind nur Schatten im Wasser. Manche denken, der Fluch wäre nur der grausame Scherz eines Daedra. Doch ich danke Clavicus Weil für eine wichtige Lektion. Unsterblichkeit ist der wahre Fluch, versteht ihr? So. Das ewige Leben verfügt über viele Vorteile. Kein Grund, sich schon im Training zu verausgaben. Was braucht ihr, Fremder? Schamane Sira meinte, ihr würdet mich zum Tempel lassen. Dieser Narr denkt, Wurmkultisten könnten den Kriegern von Nimaru ihren Mut rauben, richtig? Wenn ich es nicht ständig vor mir sehen könnte, würde ich sagen, der Mann hat kein Rückgrat. Wir haben weder ein Herz, das vor Furcht schneller schlagen, noch Blut, das kalt werden könnte. Kein Schlag ist tödlich. Wir sind nicht aufzuhalten. Wie hat der Wurmkult euch dann besiegt? Wir können zwar nicht sterben, aber wir können durchaus für eine Weile zu Boden gehen. So haben die Kultisten einen von Schamane Hiras Altardienern übermannt und das Seelensteinraster gestohlen. Hier ist der Tempelschlüssel. Bringt es dann gleich zu Akolytin Morak und richtet ihr aus, dass sie dieses nicht auch noch verlieren soll, ja?
Das werde ich tun. Eine Schande, dass ihr aus Fleisch und Blut seid. Ich würde euch trainieren lassen, aber meine Krieger denken vielleicht nicht an eure Weichteile. Wollen die anderen Bewohner so bleiben? Sicher doch. Die mit dem Mark am richtigen Fleck. Der Rest schenkt lieber dem Schamanen Chira Gehör, wie er etwas von einem Fluch winselt. Aber sie werden es schon noch einsehen. Stört es euch nicht, ein Skelett zu sein? Wir brauchen weder Schlaf noch Essen. Es gibt weder Krankheit noch Schmerz. Wenn ich im Kampf falle, erhole ich mich davon. Es schert mich nicht, dass ich nicht sehen, schmecken oder fühlen kann wie früher. Der Segen, den Clavicus Vile uns erteilt hat, macht uns zu perfekten Kriegern. Häuptling Sulak und Schamane Sira nannten ihn einen Fluch. Schamane Chira könnte sein Steißbein nicht von einem Loch im Boden unterscheiden. Und was Häuptling Sulak angeht, nun ja, sie muss aufhören, dem nachzutrauern, was wir einmal waren. Und sich lieber klar machen, wozu wir noch werden können. Was Sems und Dia. Gelöst. Kein Fleisch, kein Schmerz. Ich wäre gerne so ein Far Cry 4 oder Far Cry 5 Anführer. Ein Kultleader. Ihr habt ein Geschenk dabei? Wie aufmerksam. Aber ich kann es nicht annehmen, wenn ich nicht auch eines für euch habe. Ich weiß, ihr erhaltet das gleiche Geschenk wie Nimaru. Jetzt könnt ihr Skaber Cricket mit eurem eigenen Schädel spielen. Was für eine Verwandlung kriegt man im alten Meri dominieren? Weil wenn man Dolchsturz durchquestet, kriegt man ja hier im Sturmhafen diese Goblin-Kostüm. Dieser Körper lässt mich nicht im Stich. Könnt ihr das Gleiche behaupten? Skelett. Auch ein Skelett. Schamane Chira hat mir gesagt, dass ihr kommen würdet, aber... Letzte mir doch jetzt gerade. Wartet, etwas stimmt nicht. Jenseits eures Fleisches und Blutes, meine ich. Das Gleiche gibt's im Altmeri dominieren. Der Fluch, der auf euch liegt, ist nur vorübergehend. Ihr könnt das Seelensteinraster sicher zurückholen. Seid ihr sicher, dass es nicht... Seid ihr sicher, dass ich nicht für immer ein Skelett bleibe? Ganz sicher. Schamane Chira und ich haben den Fluch jahrzehntelang studiert. Ich nehme an, das ist eben ein Beleg für Clavicus Viles verspielte Ader, obwohl ich mir nicht anmaße, die Absichten irgendeines dädrischen Fürsten zu durchschauen. Bin ich in diesem Zustand unbesiegbar? Nein. Ungeachtet dessen, was Kriegshäuptling Herr Luschke euch erzählt hat, kann uns schiere Gewalt immer noch zumindest zu Boden bringen. Ohne Schamane Chiras Magie wären meine Knochen noch immer Teil jenes Haufens, auf den der Wurmkult sie geworfen hatte. Widerliche Pilzknabberer. Was für eine Art von Magie? Heilmagie wirkt. Wir setzen oft magische Schriften ein, die wir aus dem Tempel bergen, so wie die hier neben mir. Die Kultisten haben letzte Nacht eine geholt, aber Schamane Chira hat noch eine davon. Die restlichen sind im Tempel. Ihr könnt sie gerne einsetzen, solange ihr noch so ausgehungert ausseht. Wisst ihr, wohin der Wurmkult das Seelensteinraster gebracht hat? Zum Glück für uns habe ich schon vorausgedacht. Vor Jahren habe ich einen meiner 10 Knochen an das Seelensteinraster gebunden. Ich spüre, dass es immer noch in ihrem Lager hier in der Nähe ist.
Nachdem ihr diesen moosgurgelnden Kultisten eine ordentliche Abreibung verpasst habt, bringt es direkt zu Häuptling Sulak. Ich werde das Seelensteinraster bringen, sobald ich es habe. Heute Abend ist ja Topspiel. Also früher hat sich das Skelett auf jeden Fall angepasst, meine ich. Warum? Ich glaube, wir reden gerade alle ein bisschen aneinander vorbei. Ach so. Ja, weil ich überlegt habe, was ich heute esse, wenn dann der Stream vorbei ist. Und dann habe ich mir überlegt, ich könnte ja auch so meinen Essensplan fahren, bis nach dem Stream einkaufen gehen, mir irgendwas holen, was ich dann während im Fußball gucken essen kann. Heute Mittag esse ich eh nichts mehr nach dem Bottich Eis. Glaubt ihr, ich gebe diese Trophäe so einfach auf? Dann rennet weg. Zerstöre! Erst töte ich euch, dann mache ich euch zu meinem Sklaven. Dich verstecken, damit du nicht die ganzen Tore des FC Bayern mitbekommst. Geht es noch? Ja, wow, sieht richtig krass aus. Sicherung fliegt ständig raus. Ja, nee, dann Frau Kilana. Alles gut. Ihr seid zurückgekehrt. Habt ihr das Seelensteinraster geborgen? Ja, das Seelensteinraster ist sicher. Dann hat der Wurmkult nun keine Macht mehr über unser Dorf. Doch das Gleiche gilt auch für mich. Da das Seelensteinraster gestohlen wurde, verlangen der Kriegshäuptling und der Schamane, dass ich zurücktrete. Aber während sie über unsere Zukunft streiten, habe ich das Recht, einen Vermittler zu ernennen. Also ernenne ich euch. Um welche Entscheidung bittet ihr mich? Ob Nimmerruh weiter existiert oder vergeht,
bewahrt das Seelensteinraster für alle Ewigkeit und wir bleiben, wie wir sind, gefangen in diesem Schwebezustand zwischen Leben und Tod. Vernichtet es und ihr beendet den Fluch, wodurch wir endlich Ruhe finden könnten. Warum ich? Da ihr unseren Fluch am eigenen Leib erfahren habt, seid ihr in besonderem Maße dazu geeignet, über unser Schicksal zu entscheiden. Ihr solltet den Rat von Kriegshäuptling Helushk und des Schamanen Chira einholen, bevor ihr eine Entscheidung fällt. Ich werde mit ihnen sprechen und dann meine Entscheidung treffen. Ah, da stehen sie ja schon. Der Wurmkult hätte beinahe die Geheimnisse des Seelensteinrasters entschlüsselt. Wenn sie es in die Hände bekommen können, dann kann das auch jeder andere. Diese Qual wird niemals enden, außer ihr beendet sie. Was sollte ich eurer Meinung nach mit dem Seelensteinraster machen? Vernichtet es, damit wir aus Clavicus Beils Griff entfliehen können. Unsere Knochen mögen dann zwar auseinanderfallen, aber unsere Geister werden endlich frei sein. Wie könnte ich das Seelensteinraster denn vernichten? An dem Tag, an dem Clavicus Beil uns mit seinem Fluch belegte, stellte er uns auch die Mittel zur Verfügung, ihn zu brechen. Tief in den dädrischen Ruinen brennen zwei Feuerschalen. Eine mit Eis, die andere mit Feuer. Legt das Seelensteinraster in die Feuer der Zerstörung, um es zu vernichten. Ich muss mit Kriegshäuptling Helusch sprechen, bevor ich mich entscheide. Schamane Chira wimmert etwas von einem Fluch. Aber der wahre Fluch ist es, einem anderen zu erlauben, uns mit dem Seelensteinraster zu kontrollieren. Dagegen muss etwas unternommen werden. Etwas Dauerhaftes. Was sollte ich eurer Meinung nach mit dem Seelensteinraster machen? Bewahrt das Seelensteinraster für alle Ewigkeit. Clavicus Viles Geschenk hat zwar Nachteile, doch es ist das einzige Leben, das uns noch bleibt. Lasst nicht zu, dass die, deren Wille schwach ist, es uns nehmen. Wie kann ich das Seelensteinraster denn für alle Ewigkeiten bewahren? Ich tippe ins Eis. Tief in den dädrischen Ruinen gibt es einen Raum mit zwei Feuerschalen, die immer brennen. Eines muss ich dem Schamanen Chira lassen. Er hat herausgefunden, was es mit den Schalen auf sich hat. Wenn ihr das Seelensteinraster in das Eis der Stasis legt, wird es für alle Ewigkeit bewahrt. Genau wie wir. Ist Fufuns noch da? Fufuns, bist du noch da? Ja, ich mache ja auch gerade die Quest. Deswegen bin ich doch jetzt gerade auf Skelett. Ja. Ja, und so. Wollt ihr sie erlösen oder sollen sie für immer da bleiben? Eine Abstimmung bitte. Ob ich dieses komische Ding im Feuer zerstören soll oder ins Eis legen soll, damit die immer als Skelette rumrennen sollen. Es ist sehr eindeutig. Ist, glaube ich, sehr, sehr eindeutig. Sehr, sehr, sehr eindeutig. Hat einer nur aus Trotz.
Der Wurmkult. An dem Tag, ich werde es vernichten und nimmer uns mit seinem Fluch belegte, stellte er. Ihr würdet unsere Leute töten, um sie zu retten. Meine Krieger werden es nicht zulassen, dass ihr diesen Unfug fortführt. Ich bin schneller wie du, als wie du, als wie du. Hallo, Weilander. Ach komm. Seid ihr so machtbesessen? Wir werden euren verrückten Plan, uns zu zerstören, vereiteln. Könnt das Seelensteinraster immer noch bewahren. Wir müssen nicht sterben. Du bist doch schon tot. Wir werden euren verrückten Plan, uns zu zerstören, vereiteln. Narr, unsere Stärke ist ewig. Ihr könnt uns nicht besiegen. An mir kommt ihr nicht vorbei. Ich werde nicht für diese Schwächlinge sterben. Und tot. Ihr habt die wahre Pracht meines Geschenkes an Nimmaro gespürt. Welches Geschenk habt ihr für sie, frage ich mich. Erhaltet ihre Existenz oder beendet sie für immer? Welche Entscheidung trefft ihr? Bestimmt die langweiligere. Die langweiligere. Herzloser Tölpel! Ihr würdet alle in Nimmaro töten? Auch diejenigen, die unbedingt weiter existieren möchten? Und das, um Schmerz und Krankheit zu beenden, die sie sowieso nicht mehr spüren können? Wie köstlich. Geht jetzt. So, und wir haben auch einen Giveaway-Gewinner. Wenn ihr jetzt erst Giveaway schreibt, dann seid ihr leider viel zu spät. So endet es.
Ihr habt die Entscheidung getroffen, zu der wir nicht in der Lage waren. Meine Leute haben jetzt ihren Frieden. Ich habe getan, was ich tun musste. Endlich? Ihr habt uns von diesem jämmerlichen Dasein erlöst. Das war kein Leben mehr, sondern bloß ein Zerrbild besserer Tage. Ich spüre, wie die Macht des Fluchs von Clavicus Vele dahinschwindet. Jetzt wird es nicht mehr lange dauern. Habt Dank, dass ihr uns in Würde sterben lasst. So. Gucken wir mal, wer gewonnen hat. Gewonnen hat Kochi. Gut, Kochi hat erst letztens Gold ausgegeben für... Nein, hat er nicht. Doch, hat er? Ich weiß es nicht. Kochi kriegt auf jeden Fall 250k von mir. Könnte ich natürlich sagen, nur wenn er da ist, aber da ist halt, ne, Gildenkollege, Raid-Kollege, Gruppenkollege. Online ist er noch. Also muss er eigentlich... Muss er sich einfach nur irgendwie melden? Ah, ja, okay, da bist du ja schon. Ich schick's dir dann einfach. So, wir haben das. Wir können hier hin. Ne, wir gehen da hin, holen uns das Buch, gehen dann hier hin und haben dann das. Und dann gucken wir mal auf die Uhr. Vielleicht mache ich heute auch einfach 5 Minuten eher Schluss. Ja, ich kenne das. FTLF. Nichts Neues. Sah mit der Trumatra-Erscheinung eigentlich schon mal am coolsten aus. Ich glaube, das ist eine relativ lange Questreihe, aber ich glaube, das ist Hauptquest. Ja, da steht ja auch der Dude. Da steht ja auch der Dude. Ich habe gerade, auch wenn ich echt satt noch bin vom Eis, ich habe gerade übel Bock auf einen Burger. Ich glaube, das ist das, was ich dann zum Einkaufen gehe. Weil ich 60 bin. Der ist ja schon ein paar Tage alt, der Char. Ich spiele ihn ja immer nur samstags. Aber das heißt ja nicht, dass er die restlichen 7 Tage nicht Pferdchen füttern darf. Und das kommt auch so grob hin von der Zeit, die ich im Kopf habe.
Drachenkokonat, einen wunderschönen Samstagmittag. Oh ja, ich glaube, ich mache mir zum Fußballgucken nachher echt so einen geilen Burger mit viel Käse, mit viel Jalapeno. Und dazu Kartoffelecken oder so. Warum haben die Fisch in einem Käfig? Oder ich mache ein Steak-Sandwich. Fast so genauso geil wie Burger. Hüterin Amesai war eine freundliche Frau. Sie hat Eier gehütet, versteht ihr? Sie war die Amme von argonischen Schlüpflingen. Und sie haben sie abgeschlachtet. Das Dominion hat sie abgestochen und einfach so liegen gelassen. Was ist geschehen? In diesem Fall habe ich nur höchst ungern recht. Das Dominion muss Wind davon bekommen haben, was Vizekanoniker Ronda über den Brutsumpf wusste. Es ist unerlässlich, dass wir die wahre Rolle des menemnischen Ei für die Pläne des Dominions erfahren. Sie bringen diesem Land nichts als Abscheulichkeiten. Wenn ihr es noch nicht selbst gesehen habt, die Truppen des Dominions sind überall im Brutsumpf. Sie töten jeden, der fliehen will. Die einzig gute Nachricht ist, dass sie die Eier nicht beschädigt haben. Wir könnten eure Hilfe gebrauchen, um herauszufinden, warum. Wie kann ich helfen? Ich sähe es natürlich gern, wenn ihr jeden Soldaten des Dominions niedermachen würdet, den ihr seht. Ein heimlicheres Vorgehen wäre aber sicher schlauer. Sucht auf jeden Fall nach Hüter Uxid Ai. Er wird wissen, wie man mehr Zeit erkaufen kann, bis Verstärkung eintrifft. Ich werde einen Weg finden, den Hüter zu helfen. Ukazai hat zeremonielle Kleidung in der Truhe hinter mir gefunden. Er ist an den Wachen des Dominions vorbeigekommen, aber einer ihrer Tiger konnte ihn erschnüffeln. Seine Wunden waren nicht allzu schlimm. Ihr könntet die Kleidung nutzen, um Hüter Uxid Ai aufzusuchen. Hütet euch einfach vor den Tigern. Was werdet ihr jetzt tun? Meldet das Ausmaß dieses Angriffs Vizekanonikerin Haitamin. Ich rechne damit, schon bald mit Verstärkungen zurückzukehren. Wir werden das Dominion aus dem Brutsumpf vertreiben. Falls ihr irgendeine Gelegenheit seht, den Hütern zu helfen, dann tut das unbedingt. Ja, entweder oder eine Juicy Lucy bauen. Aber so aktuell hätte ich vielleicht doch so ein geiles Steak-Sandwich, ist auch was Feines. Es wird auf jeden Fall was in die Richtung werden. Ich habe bisher einmal gewonnen und ich spiele sehr, sehr oft Slots. Aber du hast halt auch verzehnfacht, ne? Du hast halt auch direkt... Ich weiß gar nicht, ob es das Höchste war. Es gibt ja verschiedene Gewinnkombinationen, auch in der Slotmaschine. Die eine zählt dann zehnfach, die andere zählt nur fünffach. Ich glaube, deine war auch noch die krasse. Krasse, große Krabbe. Ich glaube, ich hätte ein Kostüm anziehen sollen für die Quest hier. Gibt es hier ein Questkostüm? Buch der Gedanken. Hüter zwingt mich, ein Buch der Gedanken zu führen. Es ist schwierig, Wörter mit einem Stock zu schreiben. Ich schicke das hier meiner Matrone, wenn ich fertig bin. Sie wird sich freuen. Heute schreibe ich über meine Pflichten hier. Die Beißkäfer fangen und zerquetschen. Mir tut der Rücken weh von der Arbeit den ganzen Tag lang. Ein Ei hat sich bewegt, als ich in seine Nähe kam. Können die Kleinen uns hören? Ich habe mir heute einen Eifreund ausgesucht. Ich spüre, wie der Kleine mich begrüßt, wenn ich an seine Schale klopfe. Hüter sagt, dass es dumm von mir ist, das zu glauben. Ha, der wird Augen machen, wenn der Kleine herauskommt. Ich habe heute einen Fremden gesehen. Er war ein bleicher Elf, aber keiner aus Asche. Er zischte mich an wie ein Wamasu. Ich bin weggelaufen und habe mich im Bus versteckt. Im
Busch versteckt, nicht im Bus. Danach fühlte ich mich schlecht. Was, wenn der kleine Elf etwas gestohlen hat? Mein Eifreund ist nicht mehr in seinem Nest. Der bleiche Elf ist wiedergekommen und hat ihn gestohlen. Das weiß ich. Ich werde mir meinen Eifreund wiederholen. Der bleiche Elf wird Haue bekommen. Entzündet es! Falls ihr ein weiterer Bediensteter des Dominions seid, der nur hergekommen ist, um über unser Brutritual zu spotten, werden wir euch nicht daran hindern. Nicht, dass wir eine Wahl hätten. Vizekanonikerin Servinia hat mich entsandt, um die Pläne des Dominions in Erfahrung zu bringen. Das Dominion erzählt uns nichts. Jene, die fliehen wollten, wurden getötet. Jene, die blieben, haben sie am Leben gelassen. Wir wissen nicht, warum. Wir setzten die Vorbereitungen für das Schlüpfritual fort. Davon haben sie uns noch nicht abgehalten. Wie kann ich euch helfen? Während wir sprechen, werden die Eier feucht. Bevor wir mit dem Schlüpfen beginnen können, möchte ich von den Vorhaben des Dominions erfahren. Doch euch um unseretwillen in Gefahr zu bringen, ist nichts, was ich von euch verlangen kann. Ich kann mich um das Dominion kümmern. Dann geht los. Und entzündet die Feuerschalen auf der Xanmia der ersten Strahlen und der untergehenden Sonne. Spitzt die Ohren, wenn ihr inmitten des Dominions wandelt. Wir müssen wissen, ob sie uns Übles wollen. Und sucht nach Assistentin Telixit. Falls sie noch lebt, dann lasst sie wissen, dass ich ihre Hilfe brauche. Alles klar. Kriege ich hin. Bin auch wunderbar verkleidet. Sie sind fast wie die Weber bei uns zu Hause. Herrin, können wir sie nicht verschonen? Welchen Teil von keine Überlebenden habt ihr nicht verstanden, Gefreiter? Diese Wilden sind der Feind. Wenn sie das Ritual vollendet haben, sterben sie. Wenn ihr so wild auf Streiten seid, sprecht mit dem Alchemisten. Es ist schließlich sein Befehl. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Herrin, ich... Doch, jawohl. Aber ich springe so weit, dass es mir überhaupt nichts bringt. Ihr hier, um diesen Dominion-Soldaten, der meine Verwandtschaft verschlingt, aufzuhalten? Was? Nein. Hüter Uxidei hat mich gebeten, euch zu suchen. Hüter Uxidei kann sich meinetwegen die Schuppen zählen gehen. Die Trockenhäute der Dominions haben eines unserer ungeschlüpften Eier gekocht und gegessen. Auch wenn ich mich der Schale verpflichtet habe, werde ich nicht zulassen, dass er einem anderen ein Leid antut. Was schwebt euch vor? Möge das von ihm verspeiste Ei seine Henkersmahlzeit gewesen sein. Vergießt sein Blut über der Erde, wo es die Wurzeln künftiger Generationen nähren möge. Zeigt, dass wir um unsere Jungen kämpfen. Bin ich auch dafür. Ich werde ihn daran hindern, noch mehr Eier zu essen. Er muss für seine Verbrechen büßen. Ja.
Die Echse hat euch dazu angestiftet. Ich werde ihren Nachwuchs fressen. Was geht denn mit dir ab? Der Gerät? Was ist denn das? Diese seltsame Vorrichtung ist erstaunlich schwer und würde mehreren Leute erfordern, um es zu bewegen. Ihr seht eine halb geöffnete Tasche in der Nähe. Die Tasche durchsuchen. In der Tasche findet ihr eine Liste mit Anleitung und mehreren Stoffstreifen aus weißem Leinen. Die Anleitung ist mit alchemistisch Ruvita unterschrieben. Den Inhalt der Tasche nehmen. Liste mit Konstruktionen. Sie sind von so viel Schmutz bedeckt. Mahnung. Der alchemistische Flügel des Kristallsturms hat enorme Kosten, Geräte für die Gewinnung von Hitzsaft entwickelt. Die Kosten für fehlende oder beschädigte Extraktoren werden den Gehältern der verantwortlichen Einheit abgezogen. Ein Wort der Warnung: In seiner natürlichen Form hat Hitzsaft zahlreiche unangenehme Eigenschaften. Vermeidet, ihn mit der Haut in Kontakt zu bringen oder seine Dämpfe einzuatmen. Unter keinen Umständen darf Hitzsaft getrunken werden. Eine Person haben bereits Bekanntschaft mit solcher seltsamen Wirkung unbehandelten Hitzsaft gemacht. Jede unautorisierte Nutzung des Stoffes wird durch Auspeitschen der gesamten Einheit bestraft, da diese gezeigt hat, dass sie nicht in der Lage ist, ihre schwächsten Mitglieder unter Kontrolle zu halten. Die Schuldigen selbst werden dann ausreichend Gelegenheit haben, über ihr Fehlverhalten nachzudenken, während sie nicht weniger als 6 Stunden in einem der zahlreich schwierenden Tümpel des Marsches gesteckt werden. Korrekte Verwendung. Sobald die Geräte eine angemessene Hitzsaftmenge extrahiert haben, ist wie folgt vorzugehen. Zerdrückt 3 Handvoll Larven der Riesenwespe, streicht die Paste großzügig auf Leinenstreifen, wickelt den Umschlag um die gewünschte Stelle des Hissbaums, bringt eine Filiole Hisssaft an. Die Wirkung sollte unverzüglich eintreten. Alchemist Uvita. Oh, das sah aus wie Chick Ambrosia. Ja. Ich könnte. Könnte noch ein Giveaway starten. Da sind Riesenwespen. Warum kämpfe ich gegen die Kleinen? Nichts können, oh je. Außer sehr, sehr zahlreich zu erscheinen.
Die Kaguti ziehen mit den Guar, aber jagen nur, wenn sich ein Guar von der Herde entfernt. Dann fliegen hölzerne Wespen und bringen den Guar im Schlamm zu Fall. Das Dominion hat Breiumschläge angefertigt, um den Hist zu schaden. Die Kaguti ritzen den Hist an, um seinen Saft zu trinken. Im Weiler starb ein Baum schreiend. Im Morast wurde ein Baum verrückt. Was hast du für Drogen geleckt? Die Guar beobachten die Kaguti, aber sie begreifen nicht. Diese Anleitungen könnten es erklären. Eine Waffe, die einst an die Wespenkinder gegeben wurde. Blutgebunden schlüpft es durch die Träume des Hists. Das Baumblut brennt und der Baum stirbt einen einsamen Tod, fernab seiner Geschwister. Der Guar dankt dem mächtigen Wamasu für seine Gnade. Die Kaguti hielten sich selbst für schlau, ihre Zähne in Gift zu tränken, aber der Baum weiß alles. Seine Wurzeln werden sich bald von den Kaguti ernähren, die sein Blut verbrannt haben. Habt ihr diese Soldaten des Dominions getötet? Die Kaguti glauben, dass die Guar die Hauer, die sie treffen, nicht abbeißen werden. Jetzt werden die Kaguti hinunter zum Schlamm gebracht. Warum vertreibt man sie nicht aus dem Brutsumpf? Die Guar suchen Schilf, um ihre Bäuche zu füllen. Eine Rinne, um sich darin zu suhlen. Das sind die Bedürfnisse der Guar. Überlass das Erobern den Kaguti. Ein Akelei. Warum brauchst du denn ein Akelei? Und vor allen Dingen, ein Akelei hast du doch schnell gefunden. Die Feuerschalen brennen auf den Xanmeer. Erzählt mir, was ihr über die Pläne des Dominions erfahren habt. Nach dem Schlüpfen werden sie jedem im Brutsumpf töten. Hier geht es um mehr als nur ein Massaker. Was erreichen sie damit, wenn sie vor dem Gemetzel noch warten? Sie könnten uns jetzt sofort töten und wären damit hier fertig. Hier geht etwas Übles vor sich, aber uns bleibt keine Zeit. Bald beginnt das Schlüpfen. Vizekanonikerin Servina wird bald mit Verstärkung eintreffen. Dann gibt es doch noch Hoffnung. Wenn das Schlüpfen näher rückt, wird das Dominion das Ritual wahrscheinlich beobachten. Würdet ihr uns trotz der Gefahr zur Seite stehen? Ich stehe bei euch. Dann sollten wir anfangen. Der Zeitpunkt des Schlüpfens ist gekommen. Wir versammeln uns an den Zweigen des Hist. Was haben sie? Nein, das kann nicht sein. Orke und Geburt, was haben sie getan? Ahad-Ai! Nein! Das Dominion, es wird unser aller Schicksal besiegeln. Hab ich doch gesagt. Der Hist. Unsere Verbindung ist verloren. Was ist geschehen? Ich kann den Hist nicht spüren. Das muss der Grund sein, aus dem das Dominion noch gewartet hat. Um zu sehen, ob das Schlüpfen scheitert. Was meint ihr? Ohne den Hist können die Eier nicht schlüpfen. Jetzt gibt es nur noch die Leere. Ich kann spüren, wie sie sich um den Baum herum bildet. Ihr habt gesehen, was ihr Ahad-Ai angetan hat. Das Gleiche wird auch mit unseren noch nicht geschlüpften Eiern geschehen. Wie kann ich euch helfen? Ich würde mich selbst, Sithis, darbeten, um die Leere zurückzuhalten. Es muss getan werden. Rettet die noch nicht geschlüpften Eier. Ich werde die Eier retten. Bewahrt die Eier vor der Leere. Schützt unsere Zukunft. Sithis, ich flehe euch an. Beschützt unsere ungeschlüpften Eier vor der Leere. Sithis, tausche mein Leben gegen die Leere. Thank you.
Rette die Eier. Der Nebel, er tötet die Eier. Was mal? Ein Scheiß mach ich. Wir müssen die Eier retten. Das Dominion, sie kommen. Wir müssen die Eier retten. Nun die Eier retten. Der Nebel, er tötet die Eier. Dafür ist keine Zeit. Rennt! Was ist denn hier los? Ich kann die Leere nicht länger zurückhalten. Kehr zurück in die Leere. Er ist tot. Er starb für die Eier. Hat es funktioniert? Sind Sie sicher? Ich habe einige der Eier gerettet. Einige, sagt ihr? Sie haben unsere Schlüpflinge ermordet. Unsere Kinder. Warum? Aber ihr habt einige gerettet. Das ist etwas Gutes. Es muss etwas Gutes sein. Was werdet ihr jetzt tun? Wir müssen unsere Verbindung mit dem Hist wiederherstellen. Ohne sie werden im Brutsumpf nie wieder unsere Jungen aus den kühlen Wassern schlüpfen. Das Dominion kann so etwas nur mit einem mächtigen Artefakt bewirken. Das Dominion besitzt etwas, das man das mnemische Ei benennt. Dann ist die Gefahr noch bedrohlicher, als ich dachte. Das mnemische Ei birgt die Erinnerung des Hists. Unsere Verbindung zum Hist zu kappen, ist noch das Harmloseste, was sie damit anstellen können. Kommt, verlassen wir diesen Ort. Die ist halt immer noch zuckt bei ihm. Im Laufschritt! Dratus hat jedem, der es hören wollte. Was ist geschehen? Wenn Assistentin Telixid bei euch ist, wo sind dann die anderen? Tot. Das Dominion griff an, als das Schlüpfritual fehlschlug. Dann sind wir zu spät. Assistentin Telixid und ich haben einige der Eier gerettet. Vivek sei Dank. Endlich einmal eine gute Nachricht. Wir werden die Eier nach Zischmir bringen. Dort sind sie sicher. Ihr habt euch gegen eine solche Übermacht bewundernswert geschlagen. Ohne eure Hilfe hätte das Dominion eine halbe Generation der Argonia ausgelöscht. Und das mnemnische Ei? Wisst ihr, was das Dominion damit will? Assistentin Telixid glaubt, dass sie haben es eingesetzt, um das Schlüpfritual aufzuhalten. Dann werden wir wissen, warum Ruvita einen Ort der Macht brauchte. Sollte das Dominion das mnemnische Ei in sein Heimatland bringen, könnte es aus sicherer Entfernung jedes Schlüpfritual der Argonia verhindern. Wo könnten sie das mnemnische Ei in Schattenfeen mit Energie versorgen? Ich glaube, ich weiß es.
Als unsere Späher Spuren von Soldaten des Dominions im Westen fanden, führte Vizekanonikerin Haitameen ein Kontingent von Soldaten in die Aileiden-Ruinen, die man Loria Sel nennt. Eilt dorthin und erzählt ihr, was ihr wisst. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss den Brutsumpf von Ungeziefer befreien. Ich werde Vizekanonikerin Haitameen in Loria Sel treffen. Puh. Ich glaube, ich mache heute früher Schluss. Ich werde jetzt mal